Du tust die Fragen beantworten, ich tue die Fragen beantworten, wie haben wir es geregelt? Ich stelle dir sie am besten. Ah, ich, du stellst mir sie am besten. Genau, während dem backen wird, Ja, beziehungsweise während stimmt. dem man. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Genau, warum habe ich so eine Rückkopplung? Die ist bei mir im Tablet. Okay, gut. Also, dann gehen wir doch mal hier live. Ich sehe nicht, dass der läuft, aber es kommt schon mal. Wir sind im Moment gerade doppelt live. Dreifach. Das ist gleich. Aha, müssen nicht der Kerl klar, darfst du Fragen stellen? Warte, jetzt zeig mir mal schnell da. Aha. Mal schauen, ob ich da ins Bild hineinkomme. Also ich bin da, grüezi miteinander. Dann wollen wir mal schnell schauen. Also ich habe da mein Tablet dabei und tue selbstverständlich eure Fragen, die ihr da stellt, an Marco stellen. Aha. Und ihr kommt dann die direkt von ihm beantwortet über. Er ist auch verkabelt mit einem guten Mikrofon, ihr seht es da vielleicht. Also mit zwei eigentlich. Genau, der Marco hat sogar zwei, eins für sein Live und eins für mein Live. Hallo zusammen. Dass wir es hier auch noch haben. Genau. Heute wird backen das Chili-Bröt Genau. und noch etwas Zusätzliches, was wir dann zum Schluss noch machen. Und ja, das ist so ein bisschen die Premiere. Gibt's, also ich bin ja nicht so der Backer, ich mache zwar auch Teig, aber er ist da mehr der Profi. Ihr dürft gerne Fragen stellen zum Thema. Er ist ein mehr im Bild wie ich. Ich versuche es jetzt zu beantworten, wenn ich es kann. Genau. Und wenn ich es nicht kann, versuche ich es quasi. Vielleicht nochmal schnell alle die Frage, die da gerade bei mir live sind, ob es funktioniert da mit dem Ton, ob man den Marco auch gut gehört hat. Und wer übrigens ein bisschen näher möchte, also ein bisschen näher möchte ich da ans Tablet oder beziehungsweise an den Tisch kommen, der kann gerne auch bei mir auf Instagram auf gesund und gut CH nachschauen. Gut, Genau. wunderbar. Ja, So. also ihr dürft Fragen stellen, selbstverständlich. Ich sollte mein Mikro nach vorne stellen. Hast du wieder mal keinen Ton gekauft, Tim? Also jetzt habe ich glaube ich so einen Ton bei mir, ja. Hallo Gut. zusammen. Das ist auch eine Krankheit, und ich habe das Gefühl, es funktioniert einfach auch so ohne. Irgendwie. Genau, jetzt Gut, ist dann gut. tue ich mich mal noch drüber stellen wieder. Ja. Damit der Fokus auf der Greenhouse Bakery geht. Das ist Der doch Marco. gut. Ja, wir machen den Schritt wie so ein bisschen Chili-Brot. Und zwar auf das Chili-Brot wird nachher so eine Paste drauf gemacht. Ich habe das schon vorbereitet, aber ich werde euch jetzt zeigen, wie man das macht. Und zwar eine handelsübliche Waage, am besten eine von Migros. Ah, nein, das darf ich nicht sagen. Hey, Schleichwerbung, genau. Ich bin noch nicht so bekannt, dass es Schleichwerbung wäre. Genau. Also eine handelsübliche Waage, von welchem Hersteller immer. Und dann nehmen wir Chiliöl, am besten da vom Herrn Ruckstuhl, wenn wir hätten. Hey. Und zwar, die dürfen Fragen stellen bei mir, die dürfen nicht wirklich beantworten, da geht es beim Roger schauen. Genau, 12 Gramm. Das Rezept, die Maschine nachher noch irgendwie aufladen oder so, wenn ihr nicht könnt mitschreiben. Genau, also wir haben ein Vorvideo gemacht, wo alles produziert wird und das Video tun wir dann bei ihm auf dem Kanal und bei mir auf dem Kanal noch entsprechend online stellen und dann kann man es auch nachmachen und dort ist das Rezept auch drin. Genau. Eben 12 Gramm Chiliöl haben wir und nachher haben wir dort das Chili-Flo, Smoky Paprika. Das Wichtige ist, das ist nicht gut. Smoky Paprika von Gesund und Gut. Das ist sehr fein. Kann man also nicht nur zum Backen brauchen. Genau. Es hat eine sehr fruchtige Note, ist sehr rauchig. Aufpassen, wenn man damit kocht, dann verflügt der Rauch relativ schnell. Man muss also noch ein bisschen nachwürzen. Die Gewürze, die ich jetzt brauche, sind mir größtenteils zur Verfügung gestellt worden von Ruckstuss da. Vom Also, Ruckstuhl. von Ruckstuss da. Also, ich also nicht müssen zahlen. Außer das Chili zahlen. Nein, das Chili oder so. Ja, ist jetzt besser. Nein, sehr dankbar. Genau. Ich bin ja armer Bäcker von Schweden und in Schweden verdient man nicht so viel Geld. Dann bin ich froh, wenn ich aber doch ein bisschen backen kann und es möglichst günstig ist. Eben 12 Gramm Chiliöl, 5 Gramm Smoky Paprika und
2 Gramm vom kubischen Halitsalz. Jetzt von Hio, vom Gesund und Gut, genau. Und dann hat man so eine Paste, die aussieht, tut man einfach gut verrühren. Das kommt dann nachher in Einsatz, das ist einfach ein bisschen Vorarbeit. Genau. Ich brauche relativ viele Schüsseln, aber ich tue es nachher auch abwaschen. Dann machen wir den gemeinsam. Also, er tut es abwaschen in dem Fall. für die nächste Zubereitung brauchen wir die Chili-Flocken. Die hat es im Moment, glaube ich, nicht im Angebot, gibt es aber irgendwie, weiß nicht. Genau, die werden dann noch wieder besorgen, Chili-Flocken, die gibt es dann auch etwa in 80 Gramm wieder. Mhm. Genau. Ich würde 1 Kilo bestellen, dann hat es dann sicher da genau. Vorrätig. Absolut. Genau. Eben dort nimmt man 4 Gramm. Wenn ihr jetzt keine so handelsübliche Waage habt oder Feinwaage, ist natürlich noch besser. Dann könnt ihr vor allem das noch ein bisschen feiner von der Gramm machen. 4 Gramm Chiliflocken und dann haben wir Orangenschnein. Er hat eben alles die gleiche Etikette, muss aber lesen und im Lesen bin ich nicht so schnell. Ich bin ja Berner scheint's. Das war jetzt ein Witz, ihr dürft also lachen bei euch daheim. Also damit wäre zum Beispiel die Frage, die da gestellt worden ist, ist er Berner schon beantwortet? Ja, genau, ich bin Berner. Also wenn man das nicht hört, Entschuldigung. Der ja, kommt, gell? Der kommt wahrscheinlich aus der Ostschweiz. Eben, das Orangenschnein, das ich hier genommen habe, ist 5 Gramm. Und wenn ihr jetzt da nicht nachkommt mit dem Ganzen, dann ist das kein Problem. Das wird nachher noch online gestellt, das Rezept. Genau. Chiliflocken, Chili Indian Premium. Ich muss es richtig aussprechen, sonst komme ich da vom Sponsor irgendwie aufs Dach über nachher. 2 Gramm. Genau. Da wäre ich einfach relativ vorsichtig, da würde ich nicht mehr als 2 Gramm nehmen, weil das könnte nachher relativ eine scharfe Geschichte werden. Genau, dann sieht es so aus. Jetzt tut man da etwa 20 Gramm Wasser dazu. Plus, minus. Genau, wenn es ein bisschen mehr ist, ist es auch nicht so schlimm. Tut man das auch verrühren. Es ist eines der aufwendigsten Brote, die ich jetzt im Sortiment habe. Darum, es gibt es bei mir, in Schweden gibt es es auch, wenn ich da oben bin, nur etwa 2 Mal von dem her. Und es ist schon von der Rohstoff her eher, ja, nicht das günstiges Brot, aber dafür ein feines. Genau. Und dann hat man eigentlich die ersten 2 Schritte abgeschlossen. Und dann kommt noch der dritte, das ist eigentlich einfach nur schnell, wo ich habe schon vorher schon vorbereitet. Man nimmt 100 Gramm, Weissmehl und nimmt 10 Gramm Smoky Paprika, dann sieht das nachher so aus. Das ist jetzt ein bisschen mehr, weil ich noch ein bisschen für morgen brauche, für meine Bachgruppe. Ich hoffe, der Herr Ruckstuhl hat nichts dagegen, dass ich da ein bisschen mehr gebraucht habe. Verklagt mich vielleicht noch, keine Ahnung. Bis ja, jetzt schickt er dann die Rechnung. Genau, also ab und zu ist auch lustig. Ich muss einfach noch wissen, wo ich den Witz hernehme. Also wenn ich auch ein bisschen zynisch bin, hat das nicht mit dem Herrn Ruckstuhl zu tun, das bin ich einfach als Berner. Gut, 100 Gramm Weissmehl, 10 Gramm Smoky Paprika mischen und das nachher umrühren. Das geht nachher auch, ist für die Belag in dem Sinn. Und dann hat man nachher die 3 Geschichten. 2-mal und das 3. Mal. Und jetzt gehen wir zum Teig. Da habe ich eine ganz gute Maschine mitgenommen, wo man den Herrn Ruckstuhl oder Rost ein bisschen ausgelacht hat. Also ausgelacht. Er hat nicht ganz verstanden, was ich da für eine Leidenschaft dabei habe mit dieser Maschine. Ah, das stimmt doch nicht. Genau. Aber macht nichts. Ich finde es gut. Das ist eine schwedische Maschine. Ankersrum. Bekommt man mittlerweile auch in der Schweiz über. In der Schweiz ist es ein bisschen teuer. Also kostet sie zwischen 800 und 1000 Franken. Und genau. Und in Schweden ist sie aber um die 700 Franken. Wenn ihr etwas Hochwertiges wollt, empfiehlt sich das wirklich. Genau, jetzt muss ich da schauen. Das ist da. Es ist allgemein besser, immer etwas Hochwertiges zu kosten. Genau. Weil es halt einfach von der Qualität her teilweise besser ist. Hey, der Erwachsene spricht mir zu, das stimmt. Man muss es nicht unbedingt überteuert kaufen, also man kann gut auch ein bisschen vergleichen. Genau.
Das ist genau das Gleiche mit der Gewürz und Salz, wenn man da eine Überleitung machen vom Roger. Das ist, also wir haben das jetzt Salz und Paprika und Pfeffer haben wir jetzt auch im Sortiment bei uns und verbraucht innen und das lohnt sich also wirklich wesentlich. Und man merkt es geschmacklich definitiv. Genau. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, aber das macht nichts. Aber wir haben nachher Buchweizenmehl, das wir nehmen. Das ist 100 Gramm. Ob jetzt das Bio ist oder nicht Bio, spielt nicht so eine Rolle. Also ich habe jetzt einfach Bio genommen, weil ich noch Bio hatte. Aber wenn ihr etwas anderes habt, dann nehmt ihr etwas anderes. Buchweizenmehl ist sonst schon gut. Genau. Und dort zum Biomehl, ja, bis so ein Bioacker fertig ist, also umgestellt ist, geht es etwa 10 Jahre. Und die meisten Bauern machen das eher weniger. Wenn es jetzt mal IP Suisse ist und das Ganze, dann reicht das relativ auch schon weit. Genau. Aber wenn ihr lieber Bio habt, ist Bio. Wenn ich zu rede, dann sagt ihr mir das Geld. Genau. Eben 100 Gramm Buchweizenmehl, nachher Weissmehl. Weissmehl könnt ihr das übliche von jetzt habe ich als Gob genommen. Dann könnt ihr auch Mikro nehmen, dann könnt ihr auch was auch immer nehmen. Das habe ich zweimal wieder erwähnt. Komme ich von denen mal Geld über? Nein, ich mache hier keine Schleichwerbung. Also, es ist die einzige Werbung, die ich wirklich gerne mache, also wo ich wirklich dahinter stehe, voll, ist die Maschine von Schweden, da, die ich dabei habe. Die ist wirklich gut, die habe ich wirklich schon x-mal getestet. Eben 190 Gramm Weissmehl. Das Rezept wird nachher dann auch aufgeschaltet, wenn ihr es jetzt gerade nicht live würdet mitschreiben. Zopfmehl. Da könnt ihr bei den üblichen Verteilen könnt ihr das auch besorgen. Meistens ist da noch ein bisschen Dinkelmehl dabei, Weissmehl, Dinkelmehl und so. Genau. Schaut, dass immer, entweder dort die Waage auf 0 stellen immer, oder die Leute können gut rechnen, je nachdem. Ich stelle es meistens auf 0, nicht wegen dem Rechnen. Aber da bin ich sicher, dass es schon drinnen ist und so. Genau. Ich habe noch nie so viel geredet wie jetzt. Ui, ui. Ich kann zusammen ein bisschen schwätzen. Ja, Der mach Monsieur noch. netter Kerl hat gefragt, gesagt, mach mal eine kurze Rundtour durch die Küche. Ich bin hier in einem Appenzellerhaus. Ich habe grundsätzlich einen Schlauch von einer Küche. Und da die Kombination, wo jetzt gebacken wird, beziehungsweise das Ganze zusammengemixt wird und nachher dann zu einem feinen Teig wird, da ist eine Spezialanfertigung Also, das ist von. der die ganze Zeit schwätzt dort, oder? Eine Genau. Spezialanfertigung von einem Kunden von mir, der Schreiner war. So. Und der hat das zusammengeschustert, damit ich mehr Platz habe. Weil vorher habe ich nur mal gezeigt, da schnell im Prinzip da hinten einfach so die Kombination gehabt. Da ist quasi meine Küche direkt und auf dieser Seite ist einfach nichts gewesen. Und darum habe ich jetzt ja, schon seit mehreren Jahren so ein. Also ich warte natürlich mit dem Rezept, bis der auch schon fertig ist, weil du nicht da weiterfahren, dass dir irgendetwas verpasst, muss keine Angst haben. Oh. So viel Respekt habe ich noch vor dem Alter. Ja, das ist doch wunderbar. Nein, er ist scheinbar jünger als ich, das habe ich heute erfahren, das hat mich gerade deprimiert. Ja, da wäre ich auch deprimiert, weil du hast schon fast kein Haar mehr auf dem Kopf und alles grau. Genau, aber ich habe heute extra für euch, habe ich mir glasiert oben, unten nicht. Das ist ja nicht wichtig, oder? Genau, weiter gehen. Jetzt haben wir 100 Gramm Buchweizenmehl, 100 Gramm Weissmehl und Zopfmehl 150 Gramm. Jetzt kommt Chilimehl noch ein bisschen Schönen drin. Abend. Genau. Schönen Abend. Okay. Das hat sich gerade einfach verabschiedet bei mir. Ja, 5 Gramm Chilimehl. So. Muss noch umkehren, Schnäbeli ist auf der anderen Seite. Ah. Merci für die Hilfestellung da. Im Alter hat man einfach ein bisschen Mühe mit den Schnäbelis. Du, wir haben 18 Uhr, der nicht 18 plus. Weißt du, wenn du irgendetwas Zweideutiges denkst, müssen nicht die Leute etwas Das Zweideutiges hat mit dem denken. nichts zu tun. Nicht, dass wir noch gesperrt werden auf TikTok. Das wäre ja cool. Beim Bachen haben wir den dort gesperrt. Da meine Waage versägt immer wieder ein bisschen, das ist cool. Jetzt ist es wieder gut. Ich weiß auch nicht, warum man ein Problem hat. Vielleicht bin ich zu langsam. 5 Gramm Chiliöl haben wir. Nachher Wasser ist 335 Gramm. Genau. Nachher haben wir Milch.
Milch. Ich bin auch von Solothurn aufgewachsen, darum heisst es Milch, Milch. Nicht, dass jetzt, das hat nicht mit Berndeutsch zu tun eigentlich. 40 Gramm Milch. Das kommt übrigens von Kuh. So. Frischhefe. Nehme ich da. Jetzt muss ich schnell schauen. 30 Gramm. Genau. Frisch Käse. Ich nehme aber da, wenn ich in Schweden bin, nehme ich Philadelphia, aber man kann auch sonst frisch Käse nehmen. Aber den komme ich überall über und da habe ich eigentlich immer die gleiche Qualität. Aber ihr könnt hier ein anderes Produkt nehmen. Also Frischkäse ist in der Regel relativ ähnlich. Da hat es vielleicht noch ein bisschen Doppelrahmen und noch ein bisschen mehr Sachen drin, aber das ist nicht so relevant in dem Sinne. Die nächste Schleichwerbung wäre durch. Ja. Ah, ist das übrigens das da gewesen? Das da. Genau. Da ist 100 Gramm Philadelphia. Frischkäse. Entschuldigung. Genau. Wenn ich von jedem eine Fifi bekomme, bin ich reich. Genau. Dann haben wir das eigentlich schon abgewogen. Alles. Und jetzt kommt die Paste, die wir gemacht haben, da mit den Chiliflocken, kommt jetzt rein. Dann könnt ihr euch fragen, warum dass ich das nicht ab Anfang an drin habe. Das geht darum, dass sich das Chiliöl und das Ganze gut kann vermischen und aufsaugt in dem Sinn. Und dann ist es besser, wenn man das jetzt gerade schnell ein bisschen zieht. Und dann tut man es einfach nachher dazufügen. Genau. Der Tolo Tumbler fragt noch, für was Frischkäse? Frischkäse? Ja, Frischkäse habe ich drin gemacht, einfach für die Frische. Dass ein bisschen, das Chili ein Stück weit neutralisiert, also nicht stark. Aber dass man so eine gewisse Frische und Schärfe drin hat in dem Sinn. Das hat eigentlich die Kombination. Man kann es auch weglassen, aber es wäre einfach anders als das Ursprüngliche in dem Sinn. Genau. Hey, ist ja cool, wenn da noch Fragen kommen, muss ich noch beantworten. Genau. Bei mir sind es 2. Hey, super! Tipptopp. Genau. Das ist doch gut. Mein Mikrofon ist schon an. Genau. Ja. Ich kann es leider nicht kontrollieren, ich bin in meinem Stream drin. Ja, alles tipptopp. Genau. Ich darf vielleicht nochmal schnell erklären, was wir genau machen für alle, die auf Instagram und bei mir auf TikTok zuhören und schauen. Wir haben ein Live-Event heute geplant, ungefähr 1 bis 2 Stunden, je nachdem wie lange das geht, zum Thema, was kann man denn mit meinem Produkt zusammen zum Beispiel an sehr gutem Brot backen. Das Gast bei mir ist der Marco von der Greenhouse Bakery. Er ist der Spezialist in Sachen Backen. Ich tue ja meistens Weissmehl und ein paar Hefele und Salz und that's it. Das ist dann so ein bisschen Wasser dazu, mein Brot, vielleicht noch ein bisschen Olivenöl drin. Also er ist ein Bauer unter dem Bäcker in dem Sinne. Und er ist da sicher noch ein bisschen, noch ein bisschen besser dran. Ja. Ja, aber ich habe auch Bäckerkonditor gelernt von dem. Also wenn ich nicht besser dran wäre, dann hätte ich vielleicht den falschen Job gemacht. Genau, und ich habe in Schweden noch eine Bäckerei und darum bin ich eigentlich jeden Monat bin ich mit dem Thema Brot auseinandergesetzt oder mache es gerne und so und ein Stück weit Leidenschaft dahinter. Jetzt haben wir eben die Grundzutaten abgewogen. Was ich immer mache, ist Salz zum Schluss abwägen und das hat den Hintergrund, weil Salz eigentlich nur dem Brot ein bisschen Geschmack geben, ein bisschen Aroma geben, aber Salz tut mir eigentlich immer am Schluss drin. Und darum tue ich es immer am Schluss abwägen. Das gibt da jetzt 10 Gramm. Ja, wenn ihr es gerne ein bisschen kräftiger wollt, macht ihr mehr. Aber ich würde dem Salz wirklich zurückhaltend sein. Also nicht, dass ihr da. Genau. Und dann stelle ich es immer neben der Maschine und dann weiss ich genau, da ist Salz. Und wenn es fertig ist, muss das leer sein. Das ist ein bisschen Kontrolle für mich auch. Genau. Das mache ich auch in der Bäckerei. Die Bäckerei ist meistens ein Tassel einfach. Der Tolo Tumbler fragt mal noch, was macht der Marco in seiner Bakery? Da haben wir jetzt eben gesagt, er macht Brot, aber warum in Schweden? Genau. Was hat dich dort angezogen? Schweden, ja. Was ist Schweden, genau. Also ich tue schnell ein bisschen aus, 2019
mit meinem Bruder oben, er arbeitet hier oben, hat eine Gärtnerei und dann haben wir Weihnachtsmarkt gemacht. Und dann haben wir dort Brot eben so ein bisschen verkauft, so ein bisschen erstmal schauen, wie es läuft und so. Und das ist relativ gut angekommen und dann haben wir es 2022 wiederholt. Und dann ist es wieder super gekommen und alles, die Leute haben es gekauft und dann haben wir gefunden, im 2021 mit der Firma gründen. Haben die Greenhouse Bakery gegründet nachher in Schweden, das Labne. Und verkaufe jetzt mittlerweile dort jeden Monat Brot. Also ich bin mit 2 Wochen in der Schweiz und 2 Wochen in Schweden. Genau. Ich bezeichne mich so gerne als Extrempendler. Genau. Ja, also es sind ja nicht ganz unwenige Kilometer, die du zurückgleichst in ein paar Tagen. Genau. Aber ich bin meistens nachher eben 2 bis 3 Wochen, je nachdem oder mehr, bin ich da oben. Dass sich das auch ein Stück weit rechtfertigt. Natürlich, der ökologische Fußabdruck ist nicht unwesentlich. Aber da schaffen wir dran im Moment. Genau. Aber, und dann haben wir das zusammengemixt und dann kommt da die Häge rein. Die kann man bei dieser Maschine einfach da reinsetzen. Aber schau, ich kann so gerne ein bisschen anzoomen. Ei, ei, ei! iPhone lässt grüßen! Genau. Und dann kann man das noch laufen da. Nicht schnell. Und da dreht sich also der Kessel in dem Sinn jetzt, die von mir. Ah, da freut sich jemand, mich wieder live gesehen, morgen um 4 Uhr. Ja, ich freue mich auch, morgen um 4 Uhr wieder arbeiten. Genau. Das wird am 14. Juni sein, wenn ich wieder live bin am Morgen. Aber dann nur vielleicht etwa eine Woche, weil dann haben wir noch Gäste und so. Aber dann bin ich wieder live im Moment, genau. Da Rejeka 117 sagt noch, cooles Maschinenli das. Genau. Sie macht eben auch noch gern sehr viel selber. Ja. Habe ich auch schon auf ihrem Kanal gesehen, also passt. Genau. Maschinerie kann man in Schweden kann man es recht günstig kaufen. Das lohnt sich eigentlich schon. Und wenn man Interesse hat, kann ich das auch mal vorzeigen. Kann ich mal zu dir kommen, kannst du es mal ausprobieren. Kein Problem. Weil teilweise haben die Leute ein bisschen Angst, ja, 700, 800 Franken oder mehr in die Hand zu nehmen, ohne dass sie wissen, wie es funktioniert. Aber ich habe das so ein bisschen für meine Leute oder die Leute, die ich so ein bisschen kenne, biete ich es einfach an, dass ich vorbeigehe. Und dann können wir das mal ausprobieren, wir können Teig machen. Ich habe das jetzt im Sommer schon mal gemacht. Und da haben wir hier 4 oder 5 Kilo Teig drin gehabt. Und es hat immer noch gut funktioniert. Genau. Jetzt kann ich da mal mit meinen Leuten anschauen. So. So sieht das aus der Vogelperspektive aus. Das Handy. Ich bin sehr ein unkonventioneller Mensch. Also ich habe nicht da. Ich habe einfach ein Handy und genau. So, genau. Und jetzt sollen wir das mischen. Genau. Bei dieser Maschine hat man die Möglichkeit, den Timer reinzusetzen, 4 bis 12 Minuten. Und man kann stufenweise verstellen. Ich tue jetzt nicht ganz auffahren, weil sonst hört man hier nichts mehr. Genau. Ja, ich tue aber, wenn ich hier am Kneten bin, tue ich aber ein bisschen zusammenräumen, so ein bisschen Ding, dass ich weiss, was alles drinnen ist und schaue. Und dann kann ich euch nachher auch das Aufschaffen zeigen. So ein Salz schon ein bisschen rein. Genau. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach den Rückstuhl dort hin, dann kann man die nachher Fragen stellen. Genau. Ja, da habe ich sogar geschrieben, dass Fragen ausdrücklich erlaubt sind. Ja, sicher. Wäre ja nicht lustig. Genau. Und jetzt eben hier, bei dieser Maschine, hat es noch etwas Gäbiges dran. Das nennt sich da. Ich zeige das schnell. Hat es noch so einen Abstreifen dran.
der an die Kesselwand drückt und dann eigentlich immer den Teig schön abnimmt. Und dann hat man so einen Haken, den man einfach rein tun kann. Und man kann jetzt hier auch ohne Probleme reinlängen oder so, wenn man etwas rein tut, dann ist offen. Und da passiert gar nichts. Genau. Die Firma gibt es schon seit 80 Jahren oder länger. Und auf der Maschine hat man 5 Jahre Garantie. Es ist genau das gekommen, was wir gedacht haben, wo sie fragen, muss der Teig nicht lange aufgehen? Ja, wir haben bedenkt, wir machen es nachher dann so, dass wir euch einfach eine Stunde lang zeigen, wie der Teig aufgeht. Nein, selbstverständlich nicht. Wir haben ein bisschen etwas vorbereitet. Der Marco hat den Teig vor 2 Stunden schon gemacht. Der ist jetzt ja, etwa ums Dreifache aufgegangen, glaube ich. Das Doppelte sicher. Das Dreifache, ja. Und ja, genau. Wir haben es einfach vorbereitet, damit wir auch das Chili-Brot... Nein, um meine Community zu befriedigen, mal kurz. Ich bin nicht in Schweden, im Moment bin ich in der handelsüblichen kleinen Appenzeller-Küche, die das Ausmaß hat von einer Schuhkiste oder so. Schuhschachtel, genau. Nein, ich bin mir eigentlich nicht gewöhnt, so in einer kleinen Küche zu arbeiten, aber ja, was macht man nicht alles für Geld? Nein, sehe ich, komme kein Geld in die Kasse. Nein, sehe ich. Nein, es ist alles freiwillig und hier bekommt niemand Geld. Und, ich mache das just for fun, wie das so in Schweden auch ist von dem her. Und mir geht es einfach darum, dass ich den Leuten etwas kann zeigen vom Backen, wo unser Geld verdienen wir in Schweden mit dem Brot. Genau. Jetzt lasse ich den mal ein bisschen ruhen. Genau. Lea hat gesagt, es wäre schon spannend mal zuschauen, wie der aufgeht. Sehr beruhigend. Ich habe ein YouTube-Video gemacht von meiner ersten Küche. Und da habe ich 72 Stunden, nein 24 Stunden, habe ich die Kamera, so eine Wildkamera genommen und auf den gleichen Punkt gerichtet. Und dann hat es 24 Stunden immer Bilder gemacht, das haben wir als Film gemacht. Und das ist auf meinem YouTube-Kanal. Also das sieht spannend aus, das macht so Grr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 r
Bei uns ist jetzt fast das Dreifache aufgegangen, würde ich sagen. Ich tue jetzt mal die Gewürze einfach aufstellen. Der Wuchstuhl darfst du gerne wieder abstellen. Darfst du gerne wieder abstellen. Muss ein bisschen Platz haben. Wenn ihr dort aufschaffen ist das der Teigform und so. Dann schaut, dass ihr genug Platz habt, dass ihr könnt euch entfalten könnt. Dass nichts runterfällt, sicher. Genau. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Ich werde da immer wieder versuchen zu beantworten, wenn ich sie höre. Oder der Roger mir vorliest. Es geht er irgendwie weit weg, ich weiß nicht warum. Irgendetwas explodiert nächstens. Ich habe schnell ein Foto gemacht. Ja, okay. Gut. Und jetzt machen wir, glaube ich, noch schnell ein Video. Oh, noch ein Video? Okay. Ja, so sieht mein Set aus, das ich jetzt mache. Da geht der Greenhouse Bakery, der Marco, in Action. In Action, genau. So ist eigentlich meine Küche. Ja, ja, genau. Also ich fühle mich im Moment beleuchtet. So. Also. Zum Aufschaffen, die nehmen den besten zum Aufschaffen, nehmen wir einfach Weissmehl. Ein bisschen Weissmehl hier streuen. Ich darf im Moment wirklich richtig puffen und machen, weil ich muss ja nachher nicht putzen, jetzt geheißen. Nein, sehe ich. Ich tue immer putzen, wenn ich irgendwo geschafft habe. Meistens sogar gründlicher als bei mir daheim. Von dem her. Aber ja. So, nehmen wir den Teig mal raus. Der sieht jetzt mittlerweile so aus. Ja, eine geile Farbe. Halt dich da mal auf. Schon wieder geil hier. Hallo, ich habe mit mir 6. Hallo. So. Genau. Was ist aufschaffen? Ist gerade gefragt worden, was du vorher gesagt hast. Also aufschaffen ist der Teil, wenn man den Teig formen in dem Sinn. Also das, was ich jetzt mache, ist aufschaffen. Aufarbeiten auf gut Deutsch. Genau. Und wenn jetzt ein bisschen weich ist, dann nehmen wir einfach Mehl in die Hand. Und jetzt beim nicht durchs Umkehren. Sonst muss ich das Zahlen hinein. Genau, aufschaffen ist nichts anderes als das, was ich jetzt mache hier. Jetzt merke ich, dass selber ein Teig weich ist. Jetzt muss ich da ein bisschen mehr. Genau. Und aufschaffen ist nichts anderes als die Formen. Wenn ihr jetzt, ich tue immer zuerst rund machen. Das heisst, ich tue im Prinzip mit dieser Hand so drunter schlagen, so. Mit dieser nachher so. Die mir schon länger live folgen, die werden sich langsam satt gesehen haben, deren Ding, aber das gehört halt zum Täglichen dazu. Als Back, wenn man die Lehre macht, ist das etwas vom Ersten, was man dort lehren. Und zwar geht es darum, hier erstens mal eine schöne Oberfläche zu bekommen und zweitens hier einen schönen Verschluss. Und wenn man das so ein bisschen gemacht hat, ist das ein bisschen rund, dann lässt man das mal so ein bisschen sein. Dann nimmt man den nächsten. Wenn es jetzt hier klebt, dann hat man so coole Hörner. Das Horn habe ich übrigens geschenkt bekommen, das habe ich selber gekauft, deshalb die Farbe. Ich würde mir nie wahrscheinlich solche Farbe kaufen. Ein Rosa. Genau. Aber ich bin schon mehrfach aufgezogen worden wegen dem. Sogar schon ein bisschen gemobbt. Oh, ich möchte hier erwähnen. Genau. Normalerweise habe ich auch solche Hörner, so, wie der Herr Wuchstuhl, so weisse. Und die könnt ihr überall im Coop oder im Mikro, oh, habe ich schon wieder gesagt, oder im Aldi oder im Lidl, was auch immer. In den Supermärkten von der Schweiz. Genau. Oder auch im, was gibt es noch? Genau. Also im Jumbo könnt ihr es nicht kaufen. Jumbo ist auch kein Supermarkt. Genau, das ist tut ihr safe. So, Roger, du hast gern backen. Ja, also wenn ich sage, jetzt Brot ist wahrscheinlich das, was ich am meisten backe, dann gibt es sicher noch Pizza, die ich mache, teilweise eben so Fladen, wie ihr ja auch schon gesehen habt auf meinem Kanal. Dann gibt es ein Chili-Brot mit dem speziell entwickelten Rezept vom Greenhouse Bakery, das ihr findet hier auf Instagram und auf YouTube.
Und wir sind heute gemeinsam live da und tun ein bisschen backen. Ihr könnt Fragen stellen, wir tun sie beantworten. Genau. Ich bin da so ein bisschen in der Regie hinten dran, also da mit, sag da mal schnell, halt mit dem Tablet und da so ein bisschen anzoomen und abzoomen. Und, genau, und dumme Sprüche, okay, aber das macht nichts, ist alles gut. Genau. Er ist mein Unterhaltungsfaktor, sagen wir es mal so. Wenn ich mich nicht wehren kann, muss ich jemanden auch mich unterhalten. Nein. Die mich ja live kennen, die wissen, dass ich nicht immer so ernsthaft bin. Genau. Jetzt haben wir die zwei Brotleibe mal aufgeschafft. Dann habe ich einfach immer die Hälfte genommen. Das gibt etwa so pro Rezept, gibt es um die 400 Gramm rum pro Rezept. Ich kann jetzt natürlich nachher abbrechen und so. Aber ich sage mir auch, wenn man schon so ein aufwendiges Brot macht, dann macht man gerade ein bisschen mehrere. Und man kann das so gut, könnte man so eingefrieren. Und das ist kein Problem. Aber frisch ist natürlich immer am besten. Genau. Wenn ihr jetzt so einen lauen Sommerabend seid am Grillen, dann ist ein Chili-Brot sicher nicht das Schlechteste. Genau. Oder für einen grünen, schönen Salat für die Veggies. Genau, dass man dort alle Gruppen angesprochen hat. Ja, oder natürlich auch, wenn du grillieren bist, oder? Zum Fleisch. Genau. Mal nicht immer nur mit Pommes oder so, einfach auch mal ein Stück Brot. Also. Genau. Was wir jetzt machen, ist das Runde rein. Für das tun wir es eigentlich so klopfen. So wirklich so ein bisschen. Und so einschlagen. Und dann ist es mal, tut man hier abschlagen und dann mal so. Beim Aufschaffen, also beim Aufbereiten, tut man eigentlich immer schrittweise gehen. Und das hat den Grund, weil dass sich der Teig eben wieder ein bisschen erholen kann. Genau, so sieht das nachher live aus. Das ist ja eigentlich alles live. Im Moment schon, ja. Ja, genau. Also ich bin mir das TikTok nicht wirklich gewöhnt, dass der Rückstuhl hat da wirklich mehr Erfahrung, glaube ich. Ich bin eher der pragmatische Bäcker, der da ab und zu auf TikTok unterwegs ist, sagen wir mal so. Genau, jetzt nehme ich da das Küchenblech. Genau, zur Hand mal. Jetzt ist es so, in Schweden habe ich natürlich grössere Blech als jetzt hier, aber da tue ich mich halt auf die Länge von der Blech fokussieren. Darum mache ich es jetzt nicht so lang, aber das könnt ihr je nach Backofen halt lang machen. Und ich tue immer so ein bisschen wenn ich es so habe, dann gibt man, macht man Kante und dann tut man es so reinschlagen. Und so macht man unten einen schönen Verschluss. Das mit dem Aufschaffen, das braucht Zeit. Das kann man nicht vom ersten Tag sicher. Ein Bäcker hat in der Regel so ein halbes Jahr ist er dran. Und nach einem halben Jahr sollte es eigentlich können. Man gibt ihm noch ein bisschen Zeit und so. Und wenn er wirklich gut aufschafft, der reisst es oben nicht und hat unten auch schöne Dinge. Schönen Verschluss. Der Verschluss ist unten, wo die zwei Brotdinge zusammenkommen. Genau. Und immer ein bisschen ruhen. Genau. Und je mehr, dass das Brot nicht quält, desto besser ist so mit der Hefe und dem Ganzen. Dann hat er auch. Genau. Und locker aufschaffen. Genau. Und schlussendlich muss ja nicht perfekt sein, es muss einfach essbar sein. Und in der Regel ist es immer essbar. Und genau. Sonnenblumenbrot. Für Sonnenblumenbrot? Ja, habe ich wahrscheinlich schon etwas. Das würde ich gerne mal weiterleiten und so. Ich kann mal schnell zeigen, da auf TikTok, warum er da vorhin so komisch reingeschaut hat. Das ist sein Handy, neben meinem spanischen Premium-Olivenöl extra Vergine. Also, er hat nicht einfach nur in die Wand reingeschaut. Ja, das ist jetzt mein Live-Kanal dort und da. Und das ist jetzt lustig, wenn ich live gehe am Morgen, da habe ich irgendwie die 99%ige Auslastung von TikTok, dass 99% der Leute mir zuschauen. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es um 4 oder 5 Uhr morgens ist. Und das ist natürlich eine gebige Zeit, da habe ich volle Aufmerksamkeit, das ist klar. Genau, aber es macht nichts. Sonnenblumenbrot, dann gut, ja, das gibt es im Sommer, dann machen wir eins, genau. Gibt es denn in Schweden?
Genau, und dann hat man die Chili-Pots, die sich ein bisschen mehlen. Jetzt merkt man, dass es, ein bisschen, dass es nicht so, dass es heftig. Also und jetzt tut man das einfach auf das Blech mal. Es ist einfach so, das Blech ist halt nicht allzu gross, macht nichts. Dann hat genau die gleiche Größe daheim. Genau. Dann tut man das einfach ein bisschen anpassen. So. Und eben, mir jetzt, das ist jetzt so nicht. Also, ich habe es jetzt meistens bei mir in Schweden doppelt so lang, ist es fast. Genau. Aber das spielt keine Rolle, weil die haben auch nicht so einen grossen Backofen, wie ich in Schweden habe. Genau, so sieht es nachher mal aus. Genau. Ist noch die Frage da bei mir im Stream. Hefewürfel oder Hefepulver, was ist besser und der Unterschied beim Backen? Ich würde sagen, hat kaum einen, oder? Also, Trockenhefe, oder du meinst, oder Frischhefe. Trockenhefe ist einfach, was der Unterschied, der grosse Unterschied ist, Trockenhefe ist einfach länger haltbar. Das könnt ihr relativ lang halten. Und Doppelte, wenn ihr irgendwie 5 Gramm Trockenhefe nehmt, ist das etwa wie 10 Gramm Frischhefe. Das ist etwa so das Verhältnis vom Ding her. Aber im Wesentlichen hat es nicht einen grossen Unterschied. Ich nehme meistens Trockenhefe, wenn ich Pizzateig nehme, wo über 5, 6, 7 Stunden aufgeht und so, dann nehme ich relativ wenig Trockenhefe. Und dann ist das nachher super in dem Sinn. Genau. Und aber sonst, eben, der grosse Unterschied ist wirklich die Haltbarkeit. Weil Frischhefe ist in der Regel zwischen 2, 3, 4 Wochen, 3 Wochen höchstens, so in dem Sinn. Nicht? Nein, du musst mein TikTok-Video anschauen. Ja, und was heisst ein TikTok? Ah, da mit dem Bläserzeug, da, was du drin hast. Genau, warte mal, schau, ich kann das schnell. Ja, aber eben, das... Da, kannst du auch mal schnell... Das mag schon sein, dass das hier länger haltbar ist. Wenn ich das aber in Schweden mache und ich habe das Gesetz vor mir und hier steht Haltbarkeitsdatum bis dann und ich verkaufe das, mache mich strafbar. Wenn ihr das im Privaten macht, ist das kein Thema. Aber im Geschäftlichen darf ich das eben nicht machen. Genau. Einfach nur, dass ich es gesagt habe. Weil ich gehe immer vom Geschäft aus. Weil im Geschäft muss ich mich an gewisse Gesetze halten. Und das heisst, wenn das Haltbarkeitsdatum oder das Haltbarkeits abgelaufen ist, ist es abgelaufen. Gut, das ist sowieso, gell, wenn du etwas anbietest, da bin ich auch tangiert mit meinem Chiliöl und all dem Drum und Dran, was ich habe. Da bin ich auch, muss ich mich auch da an die Gesetzgebigkeiten halten. Ja. Und ja, da gibt es dann halt andere Vorschriften, die man einhalten muss. Das ist eben beim Lebensmittel, sobald mit Frischwaren oder Brotwaren oder sonst was, ist es wirklich relativ streng und ich kann jederzeit vorbeikommen, Kontrollen machen. Und im schlimmsten Fall kann ich euch den Betrieb schließen. Und das ist etwas, was ich gar nicht möchte und vermeiden möchte. Und privat ist das gut, im Geschäftlichen darf ich es nicht. Jetzt hat man hier die Paste, die ich da euch zusammenrühre, jetzt ich das gerade zusammenrühre. Schnell. Das ist beides das Gleiche. Das auch noch ein bisschen mitnehmen. Genau, da tue ich jetzt noch einmal richtig schön verrühren. Und jetzt ist es so, als ich das Chili-Brot entwickelt habe, es gibt glaube ich so ein Video von mir drauf auf meinem Kanal, bin ich wirklich da, geht man so ein bisschen, hat man eine Grundidee und dann geht man mit der Feinwaage her, tut die einzelnen Zutaten mal abwägen und dann gibt es x Versuche. Und dort ist mir drauf gegangen, dass ich nebst dem Chili im Brot oder dem Chili Öl im Ganzen möchte noch eine Kruste etwas machen. Und da habe ich mir zuerst überlegt, ich möchte zuerst etwas Feuchtes, das muss etwas, wo ein bisschen Power gibt, ein bisschen stark ist. Und da habe ich eben die Chili-Paste gemacht zuerst mit dem Smoky Paprika. Und dann tue ich das aber hier wirklich schön anstreichen. Genau. Und da könnt ihr wirklich gut mit gut drauf geben. Die werden nicht an das Verhältnis kommen, dass es nachher wirklich nicht schmeckt. Also da sind wir immer noch
im humanen Bereich, weil es ist so, meine Rezepte gehen auf eine wirklich breite Masse. Weil, wenn ich jetzt möchte, wirklich stark machen, dann müsste ich es ausweisen, dass es wirklich starkes Chili-Brot ist. Und dann versuche ich immer, so einen Mittelweg zu finden. Und dann könnt ihr das wirklich hier gut einreiben. Also die India Chili ist auch nicht allzu scharf. Der hat zwischen 15 und 30.000 Scoville. Er hat schon einen guten Bums, aber er ist nicht allzu scharf. Also es ist nicht gerade so ein Carolina Reaper oder so. Und wer es halt einfach ein bisschen schärfer will, hat, der kann natürlich selbstverständlich den India Chili variieren. Ich wäre einfach mit der Stärke wäre ich vorsichtig, weil wenn du nachher, du das schnell ein kurz erklären, ich kann das schnell abstellen da. Wenn das Brot ins Maul nimmt und es nachher da innen hat, dann geht die Schärfe wirklich zuerst explodiert so und dann kommt nachher der Nachgeschmack und der Nachgeschmack ist nachher meistens das, wo ihm der richtig so das Augenwasser gibt. Aber das könnt ihr selber ausprobieren. Aber bei mir ist es einfach so, dass ich versuche immer so ein bisschen eine breite Masse zu erreichen. Nein, Rainer, da ist keine Fleischroulade, das ist das Chili-Brot, das der Greenhouse Bakery selber entwickelt hat mit meiner. Das ist Ja, es gut. ist halt eben, oder? Ich meine, du tust ja mit etwas bestreichen jetzt und ja, es könnte ja sein, dass da Fleisch drin ist. Es sieht also ein bisschen aus, wie wenn jetzt dort das Filet drin wäre. Also von dem her gesehen, Also wäre ja. sicher auch fein, das weißt du, also dann. Genau. Kann man übrigens mal probieren, he? Statt sagen Sie, in so einen Blätterteig rein, vielleicht mal in so ein Chili-Brotteig rein. Mal schauen, wie Ja, es rauskommt. He? Müssen wir testen. das müssen wir testen. Was haltet ihr von Dönerbrot? Also, da kann man ja kaufen und selber machen. He? Also. Also Dönerbrot ist ja in der Regel nur ein normales Ladenbrot und das kann man relativ selber machen. Die gekauften Fladenbrote, die man da meistens bekommt, die sind halt auf schnell schnell gemacht. Da ist relativ viel Wasser. Mehl ist nicht wirklich hochwertiges Mehl. Und gibt sicher auch bessere, die sie selber machen und so. Aber ich bin nicht so ein Freund davon, von dem her. Weil ich weiß gern, was im Brot drin ist. Also, aber ich esse ab und zu gerne Döner und ich gehe auch auswärts essen. Von dem her. Also ich bin nicht ein gesund Mensch in dem Sinn. Aber das kann man relativ schnell selber machen. Also es ist, ich würde es jetzt, wenn ich es jetzt bei mir daheim mache, mache ich es selber. Genau. Und nein, es gibt jetzt nicht mehr Backshows, deswegen, da ist jetzt im Moment, also man könnte das gerne mal mit einem anderen Brot oder so mal wiederholen, wenn du da mal in der Schweiz bist, oder ich komme dann vielleicht da mal mit meinem gesamten Equipment, das ich jetzt da aufgebaut habe, zu dir Keine Ahnung, richtig. backen, dann können wir das auch gut erledigen. Von dem her gesehen bleibt das eine einmalige Sache. Ich werde aber sicher den Livestream mal noch oben abladen und ich glaube, komm, wir laden den doch auf unsere YouTube-Channel auf, oder noch? Jetzt muss ich schnell schauen. Da. Ich habe übrigens mein Live da, muss ich schnell hängen. Aber man kann das sicher aufladen von dem her, das ist kein Ja. Problem. Hast du eine gute Alternative, wenn man Zöliakie hat? Gut, unverträglich. Zöliakie. Zöliakie, Oh. Entschuldigung. Jetzt mit Chili-Brot nicht. Von dem her, bei mir in der Bäckerei ist es einfach so, dass ich das nicht anbieten kann, weil da müsste ich eine separate Backstube anbieten und so. Aber es gibt in Bern, das würde ich gerne Werbung machen, eine Bäckerei, wo wirklich alles glutenfrei ist. Und das ist wirklich eine sehr junge Dame, die das aufgebaut hat. Und die haben die ganze Backstube rausgerissen, haben wirklich alles Zöliakie-mässige wirklich eingerichtet und so. Das findet man gut, wenn man in Bern unterwegs ist und so. Und die haben wirklich gute Sachen und die haben sich auf das spezialisiert. Und dort sind wir auch ein bisschen in Kontakt mit einer Fertigmischung, die man in Schweden anbieten könnte. Aber ich selber habe mal ausprobiert mit glutenfrei und habe irgendwie um die 300-400 Franken nur fürs Mehl ausgegeben, verschiedene. Es ist eine relativ teure Geschichte. Von Schär und Co., was es gibt, da halte ich gar nichts davon. Weil das ist, sagen wir mal, also wenn der Schwamm messet, hat er auch mehr davon. Vielleicht sogar mehr Luft. Genau. Gut, jetzt haben wir das bestrichen und jetzt tun wir eben mit dem Paprika, Smoky-Paprika und Mehl, tun wir es noch bestäuben.
So, das gut drüber. Genau. So. Wenn weißt du, dass genug ist? Ist das eine Frage? Ja, also von mir jetzt. Aber von dir? Ja, ich darf ja auch Fragen stellen. Darf ich auch Fragen stellen, wenn mal zu einer Rückfrage Du weißt, mein Kanal, meine Regeln. Genau, da ist mein Kanal, also dein Kanal gilt, du bist da. Ich stehe ja da bei mir. Also mein Kanal, meine Regeln gilt, bei mir übrigens nicht, ich habe da andere Gesetze. Wenn ich weiss, dass genug getroffen ist, das sehe ich relativ einfach, wenn das Maul nicht mehr aufgezogen wird. Wenn es da jetzt ein bisschen drauf bleibt, dann ist es genug. Also der Rainer hat gesagt, ja, ich darf Fragen stellen. Genau, Rainer. Also ich habe jetzt gerade mal schnell die Kamera gekehrt. Ich bin da mit dem Tablet am Zuschauen. Genau. Ihr seht euch da mit meinem zweiten Account gesund und gut. Rainer, wo wohnst du? Wo ist dein Haus daheim? Wollen wir mal zusammen reden? Wo wohnt im Briefkasten, Rainer? Ja, nein. Nein, jeder darf Fragen stellen, auch wenn es der Moderator dahinter dran ist. Genau. So. Also ich habe übrigens eine scheiß Freude an so Tätigkeiten. Ich mache das sehr gerne. Also ich will nicht immer nur sage jetzt live gehen für mich selber, sondern ich stehe gerne mal hinter der Kamera und das ein bisschen schauen. Ihr habt es ja schon gesehen, oder? Ich habe aber ein bisschen angezoomt. Genau. Wer es noch näher will sehen, der kann schnell auf Instagram schauen. Dort auch gesund und gut. CH. Und wer es noch näher möchte sehen, geht auf meinen Kanal. Greenhouse Bakery. Genau. Genau. Aber ich. Ja, hallo zusammen. Genau. Ja, jetzt ist das. Tut es aufgehen, etwa eine halbe Stunde. Aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass ihr eine halbe Stunde warten müsst. Also, einfach nur es gesagt haben. Jetzt tut man das hingern. Nimmt die beste Fläche, die frei ist. Und da ja, da ist da in meiner Küche leider ein bisschen rar. Der Ruckstuhl hat aber möglichst aufgeräumt in seinem Verhältnis, also ist gut. Also ich muss zugeben, ich habe die Küche vorher nur den Ausschnitt gesehen, wo ich jetzt hier bin, für etwas so gross. Und die haben immer gedacht, mega Küche, mega gross. Und dann bin ich da reingekommen und fand, okay, gut. Man muss sich mit wenig zufrieden geben. Aber ich brauche ja meistens nur meine zwei Helme und meine Maschine muss Platz haben. Der Rest ist ja sehr sekundär in dem Sinn, genau. So, aber jetzt, zum Glück habe ich es noch nicht abgewaschen, ich habe es fast abgewaschen. Jetzt kann man den Teig, den ich da drinnen habe, nehme ich raus, weil dann kann ich nachher ein anderes Brot noch machen. Der Teig ist jetzt ein bisschen weicher, das ist gewollt im Moment, also wir können nicht so noch fest machen, wenn ich jetzt wirklich möchte, Ding. Aber das brauche ich morgen für meine Bachgruppe, die ich habe im Geschäft. Wo ich arbeite noch in der Schweiz ab und zu. Von dem, Also es ist übrigens eine Forsterküche. He? Also die ist, würde ich sagen, etwa 30 Jahre alt. Es ist eine Schlauchküche. Ich hätte jetzt auf dieser Seite, also da, der Bereich hier, all das, was ich hier habe, das ist meine eigene Konstruktion, beziehungsweise die habe ich von einem Schreiner machen lassen. Weil ich einfach, ja, ich habe keinen Platz mehr gehabt und ich hätte einmal auch gerne so ein bisschen backen und weiss Gott was alles. Und ihr seht es, es ist jetzt schon ziemlich wieder vollgestellt, aber ich bin halt einfach full. Ich habe gerne alles ein bisschen in der Nähe. Genau. Ja. Und der Bäcker hat eben gerne ein bisschen Platz. Genau. Und ich habe ja gesehen, in deiner Bäckerei hat es relativ viel Platz. Du machst, glaube ich, ein paar Kilometer einmal. Ja. Also wir sind ja jetzt eingemietet im Haus und wir haben die Küche umgebaut. Wir haben zwei Räume, die wir umgebaut haben. Und da habe ich natürlich von meinem Bruder eines der ersten Sachen, die ich gefordert habe, die wir gemacht haben, ist ein Tisch. Der ist auf 90 cm oben und hat eine Länge von 2,5 Meter und 90 cm breit. Oh, der Smoky Paprika schmeckt einfach so geil. Genau. Und ja, wir haben dort auch ein bisschen Platz zum Versauen gehabt, aber wir sind mittlerweile wieder zu klein geworden. Da müssen wir mal ein bisschen schauen. Aber ja, ich glaube einfach, wenn man mit dem Meti unterwegs ist, dann tut man sich seine Arbeitsgeräte so schaffen, wie man die braucht. Weil ich arbeite doch irgendwie immer 10 Wochen im Monat dort oben. Danke fürs Kompliment. Was fürs Kompliment? Ja, hat eine gute Kameraführung. Aha, okay.
Gut. Ja, ich habe gedacht, ich muss ein bisschen ein Event daraus machen. Man soll ja auch ein bisschen etwas sein. Und man kann nicht immer nur einfach einen totalen haben, sondern mal zwischendurch hingehen, näher machen, zeigen, was er eben hier macht, oder? Genau, und meine Haare, die ich nicht mehr habe im Moment. Ja, genau. Ich habe extra meine Haare rasiert, dass keine Haare teilen für euch. Nein. Das Rezept werden wir dann online stellen. Da werden wir wahrscheinlich, also wir dürfen ja bis zu 10 Minuten Video. Ich glaube, da können wir dann beide mal ein bisschen in die Vollen schlagen und da mal so ein bisschen, ich mache dann so einen Zusammenschnitt. Das lange Video tun wir dann auf YouTube veröffentlichen, auf unserem Kanal. Und das Kurzvideo bzw. das 10 Minuten Video, dass man vielleicht auch mal ein bisschen schauen kann, was wir da so gemacht haben, können wir gut auf Instagram bzw. da auf TikTok veröffentlicht. Ich tue übrigens jetzt schnell einfach die Schüssel abwaschen, nicht, dass ihr das Gefühl habt, ich bin abgehauen. Aber jetzt machen wir dort zusammen einen anderen Teig, der ein bisschen blacky ist, also ein bisschen schwarz. Und da ist es sinnvoll, wenn dann mit dem Chili nachher in Verbindung gebracht wird. Genau. Ich habe gerne noch jemanden gefragt, was da für eine Maschine ist, die du da nutzt. Ha! Jetzt kann jeder Werbung machen, super. Ja, unbedingt. Also das ist eine Ankersrum-Maschine. Das ist das kommt aus Schweden, ist eine 80-jährige Firma. Und kommt mir in die Schweiz mittlerweile rüber. Und kostet in der Schweiz zwischen 700 und 1000 Franken. Und das habe ich, biete ich eigentlich jedem an, der eine so eine Maschine möchte kaufen und mal möchte testen. Soll man sagen, und dann komme ich zu ihm, wenn ich Zeit habe, und dann kann ich es austesten. Weil es ist wirklich halt 700 Franken oder 1000 Franken schnell ausgegeben, ist halt nicht einfach so gemacht. Ich habe zwei. Ich habe eine hier in der Schweiz und eine in Schweden. Aber das ist, ich bin ein bisschen Knetmaschinen-Fan, oder wie sagt man, Knetmaschinen-Fan. Genau, also ich habe in Schweden habe ich 3 Maschinen, hier habe ich glaube ich 2 Maschinen und dann eine alte Knetmaschine. Und mein Bruder sagt aber, wenn ich irgendeine Knetmaschine irgendetwas sehe, nein, es gibt keine neue. Also ich kaufe relativ viele Knetmaschinen. Ich weiss auch nicht warum. Du, es gibt andere, die sammeln Schlümpfe, du sammelst offenbar Knetmaschinen. Genau. Aber von der Knetmaschine hat man glaube ich mehr als vom Schlumpf. Außer man hat da irgendwelche Neigungen. Wo ich jetzt nicht möchte eingehen, weil es ist immer noch, ich weiß 17 Uhr. 19 Uhr. 19, ja genau. Ja. Ah, ich bin mit 57, sorry, 19 Uhr. 19 Uhr ist es ja fast, genau. Eben darum. Und jetzt nehme ich schnell die 2 Haken abwaschen. Die kann man übrigens, das ist alles Stahlkorn, sollte man Stahlkorn. Genau, die kann man gut abwaschen. Da ist es ein bisschen dunkel in den Ecken. Aber ich hätte noch eine dritte Leuchte, theoretisch. Also er meint etwas anderes als Leuchten. Ich glaube, dass ich es gesagt habe. Nicht, dass da irgendwelche Kommentare kommen. Genau, da kann man es gut abwaschen. So. Genau. Und jetzt tun wir mal alles auf die Seite stellen. Bist du in der Schweiz? Ja, warum? Aber jetzt bin ich wirklich in der Schweiz. Genau. Es ist eben wahrscheinlich fast so hell wie bei dir bei den Videos. Ich habe auch schon gedacht, irgendwie so bei gewissen Tageszeiten, aber das hat ja mit dem, das hat mit dem Licht Längenbreitengrad zu tun bei dir. Du bist ein cleverer. Das ist super. Ja, also weißt du, ein bisschen etwas Bildung in der Schule ist schon noch hängen geblieben. Genau. Also in Schweden ist es im Moment eigentlich die ganze Zeit hell. Bis so Mitte August, September fast rum. Geht die Sonne nicht mehr um. Dafür dem, im Winter haben wir um 9:30 geht die Sonne auf am Morgen und um 2 geht sie dann wieder runter, am Nachmittag. Also wir rechnen zwischen 3,5 und 4 Stunden wirklich Sonnenstrahl, wenn nicht gerade Nebel ist, und Nebel ist viel. Ja, genau. Jetzt gehen wir weiter, jetzt habe ich euch mal ein anderes Mail mitgenommen. Und zwar, irgendwo habe ich es da, genau. Ich glaube, wir müssen da mal so Fertigbackmischungen entwickeln und verkaufen. Genau. Das ist, also, das ist ja nicht erst seit gestern ein Business, das man aufziehen kann, sondern schon länger. Also Fertigbackmischungen gibt es ja schon für Küchen zum Beispiel. Ist das jetzt eine Frage von dir? Ja. Das ist einfach komisch, weißt du, stellt dir irgendeine Frage und dann bin ich überlegen, ist es jetzt von ihm oder ist es von einem Zuschauer? Ja,
genau. Es ist wirklich so, ich habe... Es ist so beides gewesen. Ah, es ist beides gewesen, okay. Es ist so, ich habe ja in der Schweiz habe ich zwei Mühle, die ich mal beziehe. Die eine ist, ich tue mal Maisbrach. Dort ist Mühle Graf und in Dietigen Kopfmaumühle. Von der kommt übrigens so ein schwarzer Mau. Und mit der einen Mühle bin ich schon länger am Diskutieren, für so eine Mischung zu machen. Es ist einfach so, dass der, wenn ihr eine Mischung macht, muss praktisch alles trocken drin sein. Also ihr könnt nicht irgendwie Gorgonzola drin schmeißen oder so, wenn er nicht trocken ist oder sonst Zeug. Und dort ist noch ein bisschen das Handicap und so. Aber dort bin ich dran und nächstes Jahr wahrscheinlich gibt es etwas, genau. Aber in welcher Form weiß ich noch nicht, weil es ist doch noch ein relativ langer Prozess für so etwas. Genau. Also wir machen heute übrigens nicht kiloweise Brot, sondern das Brot, das wir heute machen, das kann ich dann konsumieren grundsätzlich. Und ich brauche nicht 3 Kilo Brot. Er hat aber 2 Teige gemacht. Einen zum vor dem 6 natürlich, damit man gerade sofort zeigen kann, wie es funktioniert mit dem Brot machen schlussendlich. Und jetzt nochmal einen Live-Teig gemacht, weil er morgen eben auch noch ein Back-Event hat. Also okay. Back-Event, ja. Genau. Also Bach-Event, ich bin angestellt als Farbefachmann-Betreuung und habe eine Bachgruppe, die mit Trisomie 21 Autisten zusammenarbeite. Und das ist immer am Donnerstag und wenn man das natürlich kann verbinden in dem Sinn. Und dann habe ich morgen noch etwas davon und ich tue das aufschaffen. Das gibt dann morgen nachher einfach kleine Brötchen und dann gibt es dann mehr und so. Und das kann man zum Beispiel auch das Chili-Brot, das ich zum, Roger geschickt habe, habe ich so kleine Brötchen gemacht. Und immer, wenn ich ein Testbrot mache, gibt es immer zuerst so Brötchen. Genau. Das Pack, das ich hier in der Hang habe, das ist nicht irgendwie Kohle oder so. Also indirekt Kohle. Das ist Schwarzmehl. Das haben mich schon... haben mich schon viel gefragt, was da drin ist. Das ist nichts anderes als... Weizenmehl angereichert mit Aktivkohle. Das wird im speziellen Verfahren gemischt in dem Sinn. Und wenn man das schnell dreht, wird es nicht gut, langsam mit einem Vakuum und so. Also es ist eine relativ aufwendige Geschichte. Das sieht am Anfang sieht so ein bisschen grau aus. Ja. Und mit Flüssigkeit nachher zugefügt, ich werde es euch dann nachher zeigen. Wird das nachher schwarz. Ich tue da jetzt einfach mal ein bisschen reinladen. Die Waage ist jetzt nicht an, das hat aber den Grund, weil ich kenne das Verhältnis ein bisschen. Und dann mache ich auch nicht allzu viel. Da reden wir von einem Kilopreis um die 3 Franken rum. Von dem her. Wenn man sie grössere Menge nimmt, dann kommt es ein bisschen günstiger. Genau. Aber es wird nur noch auf Wunsch produziert. Von dem. Und in der Schweiz war es kurz ein bisschen hype gewesen. Und in Schweden könnte ich kiloweise verkaufen. Danke, Grinei. Genau. Ich sehe einen guten Kameramann. Das ist doch gut. Genau. Ich bin übrigens ein guter Bäcker. Ja! Darum stehst du ja auch vorne und ich hinten. Genau. Oh. Also ich habe übrigens auch... noch ein, also wir sind beide mit einem Mikrofon versehen. Also wir sind hier gut verkabelt. Wie so oft übrigens immer noch. Ja, da hast du sie auch aufgeladen vorhin, genauso wie ich sie aufgeladen habe. Also genau. Vorbereitung ist das A und O. Genau. Ich tue da schnell kurz reinschauen, tue ich nachher kurz erklären. Ich muss da schnell schauen. Lieblingszürcher, bitteschön. Ja, cool, danke. So, der Lieblingszürcher geht mir fremd. Genau, also das ist irgendwie das Energie rum, wo ich gar nicht irgendwie komisch finde. Gut, das schwarze Mehl ist drin. Jetzt hat man verschiedene Möglichkeiten. Du aber so, kann man mit Milch machen oder mit Wasser. Wenn man jetzt nicht eine Laktoseintoleranz hat, kann man das so mischen. Ich tue aber ein bisschen Milch, ein bisschen Wasser gemischt machen in dem Sinn. Und jetzt, ich tue das jetzt einfach mal ein bisschen rühren kurz in der Maschine und dann zeige ich es euch nachher wieder, dass ihr das mal seht. Genau, das hat unten so einen Verschluss. Da geht man rein und dann dreht man es. Der ist schon drin. Dann geht man mit dem Haken noch rein.
Den kann man relativ einfach befestigen. Der geht. Man muss nicht unbedingt den drin machen, aber ich mache das aber gut. Jetzt gehe ich ja schnell. So. Die Vogelperspektive. Genau. Ich zeige es nachher den anderen auch gleich. Ich mische das noch mal kurz, dass ihr seht, dass es wirklich schwarz ist. Die Maschine ist übrigens stufenlos, relativ schnell einstellbar. Hat hier einen Timer bis zu 12 Minuten. Das war das Timer-Ding. Man kann einfach auf On stellen, da ist sie an. Jetzt ist das schon gut. Entschuldigung, dass ich euch da irgendwie den Kopf übergenommen habe, kurz. Hoffentlich ist es nicht mehr schlecht geworden. Sonst verklagt mich. Ich habe sowieso kein Geld. So, jetzt zeige ich es euch gerade. Wenn ihr mit dem schwarzen Teig arbeitet, dann habt ihr wirklich einfach schwarz, dann müsst ihr so gehen. Was seht ihr das hier so? Ich hoffe, man sieht es. Sieht so, wie der hängt. Ja. Sieht so aus. Ist ein bisschen einhändig. Warte, wir gehen noch ein bisschen her. So. Genau, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Also, es ist schwarz. Es ist wirklich schwarz. Und ihr seht so den Finger in dem Sinn. Es ist wirklich schwarz und es wird, wird nicht heller werden beim Backen. Jetzt der Nutzen von dem Mehl in dem Sinn, was bringt es, was hat es für Vorteile, was ist für Nachteile und so. In der Schweiz ist es so ein bisschen als Showmehl bekannt worden, so ein bisschen, ja, schwarz und man kennt es nicht üblich und so. Und in und Aktivkohle ist so ein bisschen, ja, es ist auch drin. In Schweden habe ich einfach den grossen Ding, den grossen Rand, weil Aktivkohle ist so ein bisschen eine Reinigung und so. Aber das sind alles Angaben, die ich einfach mache, die ich gehört habe. Nicht, dass es jetzt medizinisch abgesegnet wird. Einfach nur nicht falsch ist da. Und Aktivkohle, eben Reinigung und Gesundheit und das Ganze. Meine persönliche Meinung zum Brot ist so ein bisschen, es ist schön, dass man es hat, aber es ist jetzt nicht, es ist für mich so eine kleine Mischung zwischen wirklich Gesundheitsbrot ein Stück weit, aber nicht ganz, und so ein bisschen Showbrot, es ist ein bisschen etwas dazwischen. Also ich habe jetzt lieber zum Beispiel so ein schönes Vollkornbrotmehl oder eben auch das Chilibrot dahinter, habe ich jetzt lieber als das schwarze Mehl oder schwarze Brot. Aber die Leute lieben es dort oben und Ding ist einfach, wenn man zu viel isst, kann das auch ein bisschen Gegenrichtung geben von der Gesundheit. Also man sollte doch ein bisschen schauen, aber der Anteil von der Aktivkohle ist bei 0,01 irgendetwas im Promillebereich. Und das müssen wir relativ viel essen, dass man da wirklich ein Problem hätte. Aber ich tue es erwähnen, dass das einfach auch wisst. Genau. Jetzt tun wir es ein bisschen laufen noch. Ich tue schnell meine Finger waschen kurz. Wichtig, immer saubere Finger haben. Genau. Ah, etwas habe ich noch vergessen. Wenn ihr das Brot esst, gibt es so zwei Nebenerscheinungen. Das eine Mal, die kommen hier vorne bei den Zähnen, kann es ein bisschen schwarz geben für einen Moment. Oder der Stuhlgang kann ein bisschen schwarz werden im ersten Moment. Aber es geht relativ schnell weg. In dem Sinn. Aber ich habe vor etwa 2-3 Jahren habe ich so eine Pizza-Abend gemacht bei mir daheim. Und alle haben es gewusst, dass ich mit dem schwarzen Mehl arbeite. Und einer hat es nicht gewusst. Und der ist relativ spät gekommen, der hat die Pizza auf den Tisch. Und der hat gesagt, ich soll ihm doch eine bringen, die nicht verbrannt ist. Und er hat sie dann auch probiert. Sie war wirklich mit Mozzarella drauf gewesen, hat es wirklich gut gefunden. Oder die Leute, die zu mir kommen im Geschäft, ist zu lange im Ofen gewesen. Oder so am Anfang gerade ein bisschen. Und wenn sie es dann nachher probieren, finden sie es eigentlich recht gut. Aber es ist vom Aussehen her schon relativ gewöhnungsbedürftig, sagt man mal so. Jetzt gibt es ja auch den klassischen Marmorkuchen, oder, wo man einen weißen Teig und einen braunen Teig macht, Jockey und normal. Kann man das auch mit dem Brot machen, mit dem Mehl, oder wird, wenn man es irgendwie zusammenmischt, grundsätzlich alles schwarz? Oder müssen wir dann wie so zwei Stränge machen und die irgendwie verteigen? Das haben wir bei uns oben in Schweden, nennen wir das Black and White Zopf.
Und zwar machen wir hundskommunlichen Zopfteig, das ist das eine. Und wir machen mit dem auch einen Zopfteig, einfach mit den gleichen Zutaten. Und uns nachher beim Zöpfen tun wir es eigentlich so mixen. Da gibt es so schwarz und weiß. Wir tun es aber nachher nicht mit Ei bestreichen, weil wenn wir es mit Ei bestreichen würde, würde es nachher den Glanz übernehmen und würde es so ein bisschen matt werden, das Ganze ein bisschen anders halt. Und dann tun wir es einfach mit Wasser bestreichen oder Wasser spritzen und das ist schon gut. Und dann tun wir es backen. Und wenn man dort nachher noch ein bisschen Glanz wirklich rausholen will, könnte man noch mit Wasser und Maizena aufkochen, so eine kleine Schicht drüber machen. Aber das ist dann eher wirklich, wenn man es wirklich noch ein bisschen glänzig möchte. Genau. Das ist so die Black and White Geschichte. Die machen wir auf Bestellung. Die kommt bei den Schweden auch gut an. Aber das ist eher so ein bisschen, ja, man zeigt, was man machen kann mit dem Mehl, aber wir machen es nicht allzu viel. Ich hoffe, die Frage beantwortet es auch so ein bisschen die Richtung. Mini, ja. Hä? Dini? Ja. Schon wieder? Kopf, stell mal eine Frage. Nein. Ist doch gut, jeder soll Fragen stellen. Genau, jetzt suche ich. Ein Salz, wo ist das Salz? Ja, da hinten ist es. Ich habe übrigens, du siehst ja, glaube ich, den Bildschirm nicht so gut. Ich bin da mal schnell auf deinen Kanal schauen. Da, weiß nicht, ist vielleicht glaub, schon länger her. Der Rainer Betrug fragt, wo ist deine Green Bäckerei? Aha. Ob du auch mit grünen Pflanzen backst? Greenhouse Bakery, ja. Erzähl doch mal, also da habe ich glaube auch noch nie mitbekommen, woher kommt der Name Greenhouse Bakery? Also Bakery ist klar, aber woher kommt der Name Ah, das ist Greenhouse? klar, das ist gut, okay. Entschuldigung, dass ich meine Fragen da nicht beantworte, aber da bin ich ein bisschen unter Beschuss. Aber ich habe ja da einen Assistent, der da die Übersicht hat, komplett. Das ist eine relativ einfache Erklärung. Also Bakery ist klar. Und als wir gestartet haben, haben wir das im Gewächshaus gemacht. Und das Gewächshaus ist ein Greenhouse, also ein grünes Haus in dem Sinn. Und das haben wir nachher übernommen. Und so ein bisschen, weil das dort gestartet haben. Und da habe ich wirklich bei einem Weihnachtsmarkt hat mein Bruder eine Bäckerei gebaut im Gewächshaus. Da könnt ihr euch das vorstellen. Der hat hier so eine Theke. Hinten dran so einen handelsüblichen Ofen, der hier unten ist. Einen Kühlschrank hineingestellt und eine Knetmaschine hergestellt und gesagt, komm, mach jetzt mal. Also, ich habe schon gesagt, ich möchte es machen. Von dem, und ich habe das wirklich auch gerne gemacht. Und von dort her kommt das Greenhouse, wo es dort gestartet hat. Und das hat uns so toll gefunden. Und das seht ihr im Logo, seht ihr so ein grünes Haus. Und das hat wirklich mit dem zu tun. Genau. Ja, das ist eben die Greenhouse-Geschichte. Und wir haben das auch nicht ändern jetzt mit dem Ganzen. Und das hat auch das Logo haben wir zweimal gemacht, geändert. Und die Leute gefällt es und finden das so ein bisschen für den Ursprung, wo kommt es her und so. Eine gute Geschichte. Und zudem ist es so, dass ich mit meinem Bruder auch zusammen zum Beispiel Brot mache, wo Basilikum drin ist, wo er anpflanzen oder auch Blumen drauf oder Rosmarin Brot und so Zeug. Es ist so eine Kombi zwischen der Gärtnerei und der Bäckerei, wo man auch so ein bisschen Brot überschneidend machen, das Ganze. Genau. Was immer jetzt, glaube jetzt liegt es, glaube ich, etwa eine Viertelstunde liegt's da. He? Es sieht Genau. schon wieder fast doppelt so groß aus wie vorher. Genau. Also die Hefe ist am Schaffen. Jetzt sind wir den Ofen schnell anschauen. Nicht anmachen, nur anschauen, gell? Also wenn ihr mit so einem Ausländer da aus der Nähe von Grenzen zusammenarbeitet, müsst ihr euch immer so Kommentare anhören. Aber ich glaube, es war der 1-Euro-Job, der noch frei war. Hast du jetzt Nein. aber lange müssen studieren, bis der gekommen ist, hä? Ja. Aber er ist gekommen, er ist gekommen. Also, er hat sogar ein Licht, der Ofen. Ja, verrückt, hä? Genau. Also ich habe jetzt den mal angelassen, also angestellt, nicht falsch verstehen. Er hat noch keine Umluft, aber er hat oben und unten schon mal. Ist schon mal nicht schlecht. Du, der Backofen ist 30 Jahre alt, würde ich jetzt einmal sagen. Ich weiß es nicht 100% genau, aber der ist wahrscheinlich das allererste Mal eingebaut worden. Wo die Küche gebaut worden ist und die Küche ist Genau. mindestens 30 Jahre alt.
Ja, jetzt zeige ich noch meine Leute schnell da. Jetzt nehme ich euch da über, schaut mal da. Ich bin nicht so modern, ich tue euch schnell einfach führen. Hat aber nicht mit dem Führen sonst zu tun, einfach nur, dass ich es gesagt habe. Wir sind hier in der Schweiz. Genau, richtig. Der Sieg geht im Fall nicht kaputt. Ich habe vor etwa 5 oder 6 Jahren mal gedacht, oh, wieso heizt jetzt der oben nicht mehr? Ich komme keine gute Hitze mehr über. Und dann war ein Elektriker da und hat festgestellt, da ist nur eine Heizspirale. Und ich habe mich schon gefreut, es gäbe einen neuen Badpumpe. Genau. Das war wieder neu gewesen. Und jetzt tue ich noch schnell Salz abwägen beim schwarzen Mehl. Und da tun wir. Ich tue etwa auf 500 Gramm Mehl, bin ich etwa bei 15 Gramm Salz, circa plus minus. Von dem her. Genau. In Schweden übrigens wird viel mehr Salz, also muss ich fast eineinhalbfache drin tun. Und die Schweden ist wirklich sehr gerne salzig. Die würde man also zurückgeben, wenn es zu wenig Salz drin hat. Gerade das? Mhm. Und das ist wirklich der grosse Unterschied. In Schweden ist wirklich viel salziger wird es gegessen, das Zeug und so. Und das ist immer so eine Mischung zwischen von mir jetzt das Rezept so zu machen und von Schweden. Und dann passt man sich ein Stück weit den Schweden an und ein Stück weit kommt halt der Schweizer durch. Du hast vor dem Backofen eingeschaltet, auf wie viel Grad? Ich habe jetzt bei 220 Grad. Ich hoffe, er überlebt. Und ja, es geht einfach eine halbe Ewigkeit, bis er heiß ist. Darum habe ich sie jetzt angestellt, schon wenn ich es gefunden habe. Und oben und unten hitzt. Wenn ihr jetzt einen habt mit Umluft, also ein bisschen moderner als der, dann könnt ihr auch gut auf 200 Grad runtergehen. Das ist kein Thema. Und wenn ihr nachher Industriebachofen habt, könnt ihr auch 190 Grad gehen. Aber das habt ihr daheim nicht. Könnte man, also der Rainer schreibt hier, in der Pfanne geht, denke ich auch. Hast du schon mal Brot in der Pfanne gemacht? Der Rainer ist mir immer sympathisch, er hat immer bessere Fragen. Ich selber habe schon Brot in der Pfanne gemacht, aber das waren hauptsächlich Fladenbrot, die ursprünglich auch schon gedacht sind für die Pfanne in dem Sinn. Oder mit der Fritteuse Brot gemacht, also mit frittiert auf eine Art. Genau. Aber noch nicht so viel mal, weil ich habe ja auch Backofen von dem her. Aber es wird wahrscheinlich auch gehen, aber es bräuchte wahrscheinlich Rezeptanpassung und ja. Da müssen wir schauen, wie das sich verhaltet. Genau. Dann ist es darum gegangen, wegen dem Schwarzmehl. Woher, dass du das hast? Schwarzmehl. Schwarzmehl habe ich für den Müller-Kopfmehl in Deitigen. Ich hoffe, es richtig ausgesprochen habe. Vom Dani, das ist der Müller. Und der hat das hergestellt. Also ursprünglich das Kopfmehl, also das Schwarzmehl, kommt von irgendeiner St. Gallischen Mühle oder irgendwie so Ostschweiz aus irgendetwas. Und zwar die Idee ist gesehen, dann mal, man hat so eine Bäckernacht gemacht, wie Museumsnacht, einfach Bäckernacht. Und dann hat man etwas Spezielles mal machen. Und dann hat man eben das Schwarzmehl entwickelt und die haben das Mittel immer noch. Die Mühle kenne ich aber nicht, aber der Ursprung ist dort. Und der Dani, eben der Müller von Deitigen, der hat das fürs Kopfmehl, fürs Ausgangslokal gemacht. Weil die das so ein bisschen als Verkauf haben wollen für ihre Leute und so. Und aus dem, das ist so der Ursprung vom Ganzen dort. Und wir beziehen das eigentlich regelmässig, genau. Kannst du vielleicht das Schwarzmehl nochmal schnell ein bisschen zeigen? Also Also es ist ja nicht ganz schwarz, hä? Ja. Ich muss gerade das Behältnis haben. Schau mal oben rein, irgendwo hat sicher noch etwas. Ja, ja. Okay, das sollte länger. Ja, ja. Genau. Also Schwarzmehl ist eigentlich ein graues Mehl. Ich tue jetzt nicht so viel. Es stäubt doch relativ stark. Und das sieht so aus. Genau. Also es ist eben jetzt nicht ganz schwarz, sondern es ist so leicht grau. Und wenn man eben Wasser dazufügt, wird es eben nachher schwarz. Gut. Ja. Ich zeige mir nichts. Also für alle, die jetzt sagen, schade, man hat es nicht gesehen und so weiter. Ich werde das Ganze dann, man kann ja den Livestream oben runterladen bei TikTok.
Ich weiß nicht, ob es eine super, super Hyperqualität ist, wie jetzt im Livestream, aber man könnte... Und so sieht es nachher, wenn es mit Wasserverbindung gebracht wird, wird es einfach wirklich schwarz. Genau. Und da dann ich den zusammenschneiden und 1:1, also auf jetzt habe ich gerade gemerkt, auf YouTube 1:1 aufstellen. Dass so. Ich Hefegar vergessen habe. Ich habe Hefegar nicht drin, habe ich jetzt gerade gemerkt. Ich habe immer noch zwei Hefe da und ich wusste, dass ich das ganz gebraucht habe. Und das ist kein Problem, wenn ihr mal die Hefe vergessen habt. Dann tut ihr einfach kurz wieder einspannen. Und darum ist es wichtig, wenn ihr eben so Zeug braucht, dass ihr das auch nützt. Da waren immer zwei Dinge. Und dann könnt ihr das einfach so ein stückchenweise drin tun. Viele sagen jetzt, warum du es nicht auflösen und so. Ist eigentlich nicht unbedingt nötig, weil der Teig ist relativ weich und dann nimmt es gut drunter. Und dann kann man das einfach mal kurz laufen. Und das macht dem jetzt nichts, wenn er jetzt irgendwie noch ein bisschen läuft und das Zeug vermischt und so. Und man tut es einfach ein bisschen länger laufen. Aber das ist eben die Kontrollfunktion. Wenn ihr zwei habt, dann habt ihr zwei. Wenn ihr Salz habt, dann Salz hier. Und genau. Und deshalb macht man es ja. Der wäre jetzt nicht aufgegangen. Also. Gibt es einen Unterschied, ob jetzt du die Hefe ganz, also so trainierbröckelst oder im Wasser zuerst auflöst? Also, was sicher der Unterschied ist vom Vermischen her, es geht schneller, dass der Teig wirklich schön aufnimmt. Und, aber sonst vom Aufgang her ist es nicht ein Unterschied in dem Sinn. Genau. Und man tut es jetzt einfach gut vermischen, das Ganze. Und dann verteilt sich das so. Und jetzt mit dem Schwarz sowieso. Also da sieht man relativ schnell nicht mehr, so sieht das nachher aus. Genau. Ja, Trick 77 mit der Hefe, he? Um dich selber zu kontrollieren, dass auch ja alles drin hast. Genau. Das mache ich eigentlich immer so. Also die Hefe ist immer bei mir auf dem Tisch. Und dann weiss ich genau, wie viel sie brauchen. Und, aber noch wichtiger ist immer das Salz. Und das Salz steht immer da nebendran. Und wenn das leer ist, und das tun wir jetzt leeren, dann weiss ich, dass das Salz drinnen ist. Darum habe ich meistens so relativ viele Tassen, die ich abwaschen muss. Meistens immer das andere. Der Rainer wieder mit seinen sehr, sehr interessanten Fragen, ob der Plan gewesen sei, dass du die Hefe vergessen hast. Ja! Nein, das war jetzt wirklich nicht geplant, das muss ich zugeben. Das ist jetzt wirklich ein Fauxpas von mir. Aber ich weiss, dass ich die Sicherheit habe. Und das ist wiederum geplant. Also das hat sie Hintergrund in dem Sinn. Und wenn der Hefe im Kühlschrank geht, dann dürft ihr die so lange brauchen, wie ihr wollt im normalen privaten Gebrauch. Wenn ihr aber Bäckerei habt, müsst ihr euch an Mindestdatum halten. Genau. Und wenn sie irgendwelche Schimmel dran hat, tut sie wirklich fortschießen. Weil das ist nicht nur oberflächlich, der Schimmel. Auf jeden Fall, ja. Genau, weil der ist sie wirklich durch. Ist das eigentlich so, dass wenn Salz und Hefe in Berührung kommen, dass die Hefe nicht mehr aufgeht? Also wahrscheinlich meinst du, dass sie Kraft verliert? Die Frage von dir oder Zuschauer? Zuschauer. Also, das ist wirklich hat so einen Hintergrund. Und zwar könnt ihr euch die Hefe als Zelle vorstellen. Es ist eine Zelle, so wie ich das im Kopf habe. Die stellt euch vor, das ist so eine runde Zelle, wie das Becken jetzt so. Das ist Salzkristall. Müsst ihr euch das jetzt echt bildlich vorstellen. Das Salzkristall, das ist ein Kristall, geht gegen die Zellwand und tut im Prinzip die angreifen und die löchern. Und wenn es wirklich zu viel ist, dann kann es sein, dass die Hefe ausläuft, dass es flach läuft und kann sein, dass sie wirklich nicht mehr wirklich so aufgeht wie sollte. Das hat schon seine Hintergründe. Und Bäcker zum Beispiel tut Salz immer ganz, ganz am Schluss. Und das hat wirklich diesen Hintergrund. Jetzt ist es aber so, in den meisten Betty Boxen oder Schussheften und so steht immer, dass man Salz relativ früh rein tut. Und das hat den Hintergrund, dass man es nicht vergisst. Das hat nur mit dem Vergessen zu tun. Wenn man das jetzt nicht direkt auf die Hefe streuen, geht es in der Regel gut auf, geht es gut. Aber von Vorteil ist es wirklich, dass man es erst am Schluss
drin macht. Aber das ist so, wenn man es jetzt vergisst, dann schmeckt man einfach nichts. Also das ist einfach fad. In Italien ist fades Brot wirklich gut, weil da kommt meistens ein Parmaschinken dazu, was sehr salzig ist. Dann langt es ja mit dem Salz. Dann langt es eigentlich meistens mit dem Salz. In der Schweiz ist es so. Nessi führt voll aus, was da immer. Genau. Und in der Schweiz ist es wirklich, hat man Salz drin. Aber Salz ist wirklich eine Gewohnheitsfrage, weil es gibt viele Länder, die wirklich wenig Salz drin haben. Genau. Und was ist jetzt der Unterschied zum Zucker? Das ist jetzt meine Frage. Der Zucker wegen der Hefe oder was? Ja. Also ich kann ja den Zucker drüber streuen und die Hefe hat immer noch gleich viel Kraft wie vorher. Nein, eigentlich nicht. Also ich habe das auch gelernt, mal ganz vor x Jahren, ja, also dass man den Zucker über die Hefe streut. Und genau, dann jetzt ist es natürlich so, der Zucker ist Nährstoff für die Hefe. Er wird gleich wie der Hefe-Ding auflösen, aber er ist Nahrung. Salz ist keine Nahrung für die Hefe. Und das ist der grosse Unterschied. Gut. Darum hat man das jahrelang oder macht es immer noch. Und also wenn ihr in einen Teig Zucker rein tut, wenn das jetzt nicht ein Hefeteig ist, lasst es sein. Lasst es wirklich sein. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel in Schweden seid, hat das meiste Brot ist Zucker drin. Und das ist jetzt wirklich grusig. Wenn es ein Hefeteig ist, für Hefeschnecken und so, das ist okay, aber sonst lasst es sein, genau. Ja, Adrian Meyer, du weißt ja das, oder? Meine TikToks, die sind grundsätzlich extrem informativ. Genauso wie heute auch. Und wenn ich schon einen Profi hier bei mir in der Küche stehen habe, dann darf ich auch ein bisschen moderieren. Und ich habe das extra noch gefragt wegen Zucker. Und ja, lieber Herr Chefblogger, der Zucker ist süß. Da hast du richtig erkannt. Chefblogger? Oh, das geht nicht mal. Nein. Jeder soll seine Fragen stellen und jeder kommt eine Antwort über, wenn sie kann beantworten. Genau. Ich habe ein Praktikum gemacht im Sozialdienst und mein Praxisanleiter hat mir mal gesagt, ich werde nicht auf jede Frage eine Antwort haben, wenn ich sie nicht habe, kann ich nachschauen und schaue so lange, bis ich sie finde. Und das ist so meine Devise. Aber im Bach habe ich relativ viele Antworten. Genau, jetzt im Bachofen. Ich weiß jetzt nicht, ich mal schauen. Der ist schon oben. Ah ja, der ist wirklich oben. Das ist gut. Es ist erst schneller gegangen, als der Rückstuhl gesagt hat. Wahrscheinlich hat es persönlich genommen, dass er alt ist. Also jetzt haben wir auch schon wieder gut die doppelte Größe wie von vorher. Genau. Also zumindest Breite. Jetzt ist es so, der Rückstuhl hat natürlich nicht gute Messer, aber es macht nichts. Das stimmt nicht, die sind relativ scharf. Genau, aber ich meine jetzt. Ich meine jetzt Bäckermesser. Ich meine jetzt Rasierklingen. Das ist Victorilux, die sind auch gut. Ich muss dir sagen, die sind wirklich gute Marken. Jetzt habe ich es wieder erwähnt, mal was Marken. Ich habe es bei meinen Videos schon mehrfach gesagt. Ach, das ist gleich. Gut, aber die gehen ja auch. Ich hoffe es. Und jetzt tun wir einfach hier kurz reinschneiden. So, wie ihr es seht. Ich tue jetzt die Echse nicht zu fest, weil es schon recht aufgegangen ist. Und wenn das, ich tue es jetzt schnell in den Ofen, dass es nachher kann backen kann, hier sieht das aus. Ich tue das nachher gleich erklären, wie das zustande kommt. So. Ich tue das etwa in die Mitte vom Ofen. Und das geht jetzt hier mal rein. Jetzt ist es so, bei mir in Schweden würde ich es jetzt noch dämpfen, leicht. Aber da jetzt der Teig relativ ein weicher Teig ist, also ist etwas weicher als sonst, kann man es ganz normal sein. Genau. Und wenn das Messer so hat und schneidet, dann tut es eher so ein bisschen schräg und tut so einfach ziehen. Von Vorteil ist entweder hat wirklich ein scharfes Messer, was er jetzt da nicht hat. Und wenn das eben so eins hat oder nicht hat, dann tut es einfach ziehen und nicht drücken. Nur ziehen. Nicht rollen, ziehen. Nein, das ist der stille Hase. Aber dort einfach ziehen und nicht drücken. Weil wenn ihr drückt, dann drückt ihr euch das Volumen runter vom Brot. Muss man so schauen. So. Ja, es ist schwierig, weil da bin ich live mit meinem Kanal. Da ist der Herr Ruckstuhl mit seinem Kanal. Und da kommen immer wieder Nachrichten rein. Und ich versuche alles irgendwie zu beantworten, wenn ich kann. Wie macht man es? Man tut es drücken? Also man tut nicht wie eine Siebensicht drauf herumdrücken, sondern man tut es ziehen.
Das ist jetzt eine spannende Frage. Wird es nicht knuspriger, wenn man noch Wasser in den Ofen tut? Das Wasser hat den Vorteil, dass wenn das auch ein Brot in den Ofen tut, und das ist ein relativ kompakter Teig und der tut Hitze geben, dann kommt es rauf, aber weil es nicht feucht ist, dann kann es nicht, der reißt oben auf. Die Feuchtigkeit, also das Wasser, gibt man eigentlich nur rein, dass man Dampf gibt, dass die Feuchtigkeit auf dem Brot sich setzt und das relativ lang kann aufgehen. Die Krustenbildung passiert anders, und zwar, das tue ich gerne verraten, es ist so, dass in der Regel tut man es, zum Beispiel das Rauchbrot, das Verhältnis jetzt, tut man es bei 250 Grad 10 Minuten in den Ofen. Und in dieser Zeit gibt es eigentlich Krust. Und dann schaltet man ab auf 220 Grad für etwa 20-30 Minuten, je nach Größe des Brot. Und das gibt Krusten. Das mit dem Wasser geht einfach, dass es aufgeht und dass es Volumen gibt. Das hat aber mit der Krustenbildung nicht so viel zu tun. Es kann damit zu tun, dass es länger aufgeht und so. Also plus, minus in dem Sinn. Aber Wasser im Ofen ist nicht schlecht in dem Sinn. Die meisten Backofen haben unten sogar so eine Duhle, wo man einfach das Wasser reinschütten kann. Eben die älteren Modelle haben das noch. Und sonst gibt es Modelle, wo man so reinspritzen kann und so. Oder die könnt euch ein handelsübliches Spritzerli kaufen für Blumen. Dort das Wasser drin, machen auf und dort ein bisschen reinspritzen. Das könnt ihr noch machen. Und jetzt bei mir in der Backstube hat es so eine Kanister, wo ich oben rein kann schieben kann und dann kann ich von hinten kann ich mit dem Gebläse kann ich es spritzen. Genau. Wir schmecken hier übrigens gerade Chili-Brot heisst es. Ja, vom Chili-Brot, aber Smoky Paprika? Ja, der Smoky Paprika. Ah. Also er verkauft es übrigens und ich kaufe es. Also einfach, dass ich es gesagt habe, aber nur so nebenbei erwähnt. Genau. Und der Gusseisentopf, also was meinst du, der Gusseisentopf geschlossen oder mit Deckel drauf? Oder wie meinst du das genau? Ah, ich weiß, was er meint. Okay. Also meinst du da die es gibt ja all die Formen, oder, wo man es kann. Nein. Wo es drin aufgeht und nachher dann hat es so die spezielle Form. Nicht? Nein. Geschlossen. Es geht darum, wenn man jetzt ein Brot macht im Gusseisentopf, dann tut man in der Regel tut man. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann entweder den Gusseisentopf in den Ofen stellen, den wirklich heiß aufheizen und dann rausnehmen mit den Händchen, den Teig, die Leib rein tun und dann schneiden und dann wieder rein. Oder man tut es kalt rein und tut es dann so backen. Und das hat den Vorteil, und das ist meistens dann geschlossen, je nachdem. Das hat den Vorteil, dass man versucht, die Feuchtigkeit im Topf innen zu behalten und die Kruste gibt es wirklich eine schöne. Und das ist eine gute Möglichkeit, so Brot zu machen. Zum Beispiel meine Lebensabschnittpartner, LAP, oder wie die heisst genau, die macht das viel in dem Sinn und das ist traumhaft. Sie macht übrigens auch Brot daheim, von dem her nicht nur ich. Also, wenn ich nämlich Brot mache bei mir daheim, ist es meistens so, dass mir niemand ist daheim. Und dann versuche ich wieder irgendetwas aus, Spinatbrot oder sonstige Sachen. Und dann finden sie, du könntest nicht zuerst mal jemanden Hanges haben testen. Ja. Also da kommst du übrigens auch noch Kompliment über, nicht nur ich. Oh, für meine Schönheit. Und zwar, ich tue das einmal vorlesen. Wortwörtlich. Mhm, okay. Der Siech ist ein Spezialist. Der Siech ist... Und, also sie, ich nehme jetzt nicht persönlich. Die Antwort kommt dann, ist ja auch ein Bäck. Genau, ist ja ein Bäck. Bäck-Konditor möchte ich erwähnen. Bäck-Konditor, ja, das ist ganz wichtig, Konditor. Ja. Bäck-Konditor, also es gibt ja die drei Möglichkeiten, die ich die Lehre gemacht habe. Entweder bist du Bäck geworden, dann bist du ein bisschen das Fussvolk. Bist du Bäck-Konditor, dann bist du ein bisschen unterhalb vom König. Und wenn du dann Bäck-Konditor-Goffi gemacht hast, dann bist du ein bisschen Kaiser, dann hast du alles können. Aber ich habe mich für Bäck-Konditor entschieden und gefunden, ein mittels Fussvolk ist eigentlich super. In dem Sinn. Und die Ausbildung geht 3 Jahre. Erstes Jahr Bäckerei, zweites Jahr Konditorei und das dritte Jahr tut man nachher das beides verbinden und macht Abschlussprüfung.
Die geht je 8 Stunden pro Bäckerei und kommt in die Reihe und macht so verschiedene Stückchen und so nebenbei sind Experten und schauen so, wie du es machst und so. Ich habe es gehasst, also ich habe es nicht gerne gemacht. Und das Lustige ist daran, jeder Bäcker, damals ist es so gewesen, jeder Bäcker, der einen Abschlussprüflehrling hat, hat einen guten Vorwand, seinen Backofen wieder mal richtig zu putzen. Weil wir sagten nämlich dem Lehrling, der die Prüfung macht, du, die Experten kommen ja übermorgen, könntest du nicht den Backofen richtig mal putzen? Und wir wollten natürlich als Lehrling den Betrieb zeigen und putzt den wirklich aus und da vielleicht schon richtig, also nicht, dass sie dreckig waren, die Öfen, aber wirklich schon halt gewisse Anhockungen da ist. Und dann muss man das Zeug rausholen. Und dann ist man meistens relativ schwarz nachher. Also schwärzer als da jetzt das Ding. Genau. Jetzt ist es so, dass der noch etwas flüssig ist. Ich habe das extra gemacht. Das habe ich auch extra gemacht. Jetzt lohne ich den einfach an und tue da noch etwas Mehl dazu. Und so kann ich den nicht schaffen. Ich tue da einfach nur ein bisschen. Das ist jetzt wirklich halt eine Gefühlssache und das habe ich mittlerweile relativ gut draussen. Ich arbeite mit dem Teig schon länger. Mittlerweile sind es glaube ich 3 oder 4 Jahre, wo ich jetzt mit dem arbeite. Und gleichzeitig schaue ich schnell ein bisschen offen. Das kommt gut. Jetzt kann ich da schnell meinen Leuten einen kurzen Ausblick zeigen. Ja. So sieht es aus. So kann man es auch machen. Genau, ich bin der eher der Pragmatischere. Wir bräuchten jetzt eben noch einen zweiten Kameramann. Beziehungsweise sogar drei, weil ich bin ja noch auf Instagram live, dort ist es noch ein bisschen näher. Genau. Also von dem her gesehen, ja, passt da gerade da ein bisschen. Genau. So, das stäubt relativ stark. Da kann man auch gut, wenn man das macht, ein Tüchchen drüber machen. Mein Kameramann ist jetzt gerade weggegangen, aber es wird schon laufen irgendwie. Schnell schauen, ob meine Päckchen abgeholt worden sind. Ja. Hat ja angekündigt, dann komme ich heute ein bisschen später. Aber sie sind weg. Das ist doch gut. Jetzt seht ihr auch hier schon beim anderen Teig, wie sich das Volumen schon wieder verdoppelt hat. Jetzt ist es natürlich so, der Teig wird jetzt 8 bis 12 oder mehr Stunden bleiben, bis er verarbeitet wird. Ich werde den jetzt hinnehmen, bei der Maschine. Und dann wird er über Nacht in den Kühlschrank tun. Und der wird im Prinzip die Hefeaktivität verringert um fast dreifache. Und der wird geben die Aromen und so. Und wenn ich nachher morgen wieder raus oder morgen rausnehme, dann habe ich etwa eine halbe Stunde und dann arbeite ich nachher aufschaffen mit den Leuten. Und wenn ihr mal Teige habt, wo ihr jetzt zum Beispiel die möchtet, frische Brötchen machen, dann macht ihr einfach einen Teig am Vorabend, tut ihn in den Kühlschrank und am nächsten Morgen tut ihr eine halbe Stunde vorher rausnehmen, tut ihn aufschaffen, eine halbe Stunde und dann habt ihr frische Brötchen. Der Vorteil ist, ihr müsst habt frische Brötchen natürlich und der andere Anteil, die hat zum Beispiel die Frischhaltung von diesen Brötchen länger, weil die Hefe gleich arbeitet, einfach weniger. Ich tue jetzt noch ein bisschen mehr Mehl drin. Auch hier nehme ich nachher die Hälfte oder so etwas mit, das geht nichts verloren in dem Sinn. Von dem her. Genau. Und da ist zum Beispiel das rassistische Problem noch dabei. Und zwar, schwarzes Mehl kann man sagen, aber Mohrenköpfe darf man nicht sagen. Also da finde ich es ein bisschen speziell, schwarz und weiß und braun und gelb und so. Aber da habe ich wirklich da noch keine Diskussion gehabt, ob das Mehl jetzt schwarz ist. Von dem her. Genau. Die Frage ist noch aufgekommen, macht das Sinn, eine eigene Kultur anzulegen für einen Sauerteig bei sich zu Hause? Kann man den allenfalls auch beim Bäck holen? Also, das mit den Sauerteigen. Ich tue das schnell abstellen. Das macht relativ viel Sinn. Und zwar in Schweden zum Beispiel haben wir Toni und Tina. Der Toni ist der Rauchmehl-Sauerteig und Tina ist Vollkorn. Und wenn ich oben bin, mache ich es immer so, dass die jetzt sind sie im Kühlschrank mit meinem Bruder und haben im Prinzip Winterschlaf und die sind etwa so viel im Gläschen drin.
Und wenn ich komme, fütter ich sie wieder. Füttern. Und dann kommen sie wirklich so ins Gras über. Dann werden sie 2 Wochen gefüttert und nach etwa 1,5 Wochen werden sie abgeschöpft, sage ich dem Ganzen. Dann tue ich sie auf ein Blech, das ist etwa so gross, wirklich dünn streichen. Und dann geht es etwa 3-4 Tage und dann tue ich sie trocknen. Und dann tue ich sie im Prinzip mixen und dann ist so ein Pulver. Und das Pulver ist relativ lang haltbar. Und so kann man Sauerteig zum Beispiel auch länger haltbar machen. Ich habe eine Zeit lang so einen Tiefkühler gehabt, das Ganze. Aber das ist jetzt eher die bessere Methode. Also da haben wir einfach so Eiswürfelförmchen mit Sauerteig gefüllt und dann nachher so mit dem Teig verwendet. Wir brauchen es aber nur für Frischhalte und für den Geschmack. Nicht als Heavy-Ersatz. Weil als Heavy-Ersatz müssen wir dann schon dort vielleicht anders schauen. Und auch frisch machen. Aber es macht wirklich Sinn, so etwas zu machen. Vor allem, wenn man gerne mit Sauerteig ein bisschen arbeitet. Und es gibt in Holland ein Sauerteig-Institut. Und es gibt ein Sauerteig-Institut, okay. Und die haben um die Sauerteige, die 200-jährig oder 300-jährig sind, da drin. Und es gibt wirklich extrem viele Sauerteige anhand von diesen Dingen. Und die schauen immer so ein bisschen, schauen, wie verhält sich das. Und beim ursprünglichen Panettone in Italien, von dieser Fabrik beim einen, die haben wirklich Sauerteig, die über 4 oder 5 Generationen sind. Aber wir sagen immer nur, wirklich, das ist ein minimalster Anteil und der wird immer dort aufgestockt. Und der minimalste Anteil ist dann schlussendlich wirklich noch von dieser Zeit her. Und in Zürich, und das ist wirklich kein Witz, gibt es sogar ein Sauerteig-Hotel. Und zwar ist es so, dass dort ein Anbieter das zur Verfügung stellt. Wenn du zum Beispiel die Sauerteig, wenn du in die Ferien gehst, kannst du das ihm bringen und dann geht der Sauerteig auch in die Ferien. Du kannst uns Mail mitgeben und dann schaut nachher in der Ferienzeit für den Sauerteig und wenn du zurückkommst, kannst du wieder holen. Okay. Also, es gibt relativ viele Geschäftsideen und so. Wenn ihr aber in die Ferien geht, 10 Wochen oder so, ist das meistens kein Problem. Dann könnt ihr nur abschöpfen aufs Minimum, dort in den Kühlschrank und dann hat euch wirklich gut durch. Wie meinst du das? Merkt man da geschmacklich einen Unterschied? Von was? Vom Sauerteig? Ja, es ist jetzt da gerade eben, merkt man da geschmacklich einen Unterschied? Ich habe natürlich dir zugelassen, gell? Ja, ja. Für mich ist das mindestens genauso spannend wie für da meine Followers. Followers. Genau. Also wenn du jetzt auf einen Sauerteig... Ah, je nach Alter vom Sauerteig. Also ob jetzt der Sauerteig 5 Jahre alt ist oder nur 2 Tage oder so. Ja, da merkt man schon einen relativen. Es kommt einfach immer darauf an, wie viel das abgeschöpft worden ist und wie viel Restbestand wirklich vom alten Sauerteig noch ist. Aber man merkt auf jeden Fall. Also, ich weiss jetzt nicht, ob der Anführungsschlusszeichen Normalbürger, der vielleicht nicht so sensorisch unterwegs ist, etwas merkt. Aber jetzt das Back in der Regel merkst, kannst du es merken, aber dort wird es schwierig. Also, es ist so ein bisschen. Plus, minus. Aber es ist nie schlecht von dem. Wenn aber der Sauerteig zum Beispiel oben drauf irgendwie so Schimmel oder irgendwie schwarz oder sonst etwas wird, dort nicht vorschießen. Weil der hat es nicht überlebt. Und den weiter zu verarbeiten wäre ein bisschen fahrlässig, weil der hat wirklich eine Schimmelpartie drin und das ist sicher nicht so gesund. Wir sind im Moment hier bei uns, also eigentlich so gut wie fertig mit Backen. Ich habe heute den Marco von der Greenhouse Bakery eingeladen. Wir haben bereits ein Schwarzbrotteig gemacht und vorher ein Chilibrotteig. Das Chilibrot ist jetzt gerade am Backen. Er macht noch den Schwarzmehlteig fertig. Genau. Haben wir ja angekündigt am 8. Juni bei mir zuhause. Und ich glaube, das tun wir mal wiederholen bei ihm zuhause. Also, genau. Dunkelbrotteig bitte. Was? Dunkelbrotteig bitte. Also jetzt reden wir jetzt von Schwarzmehl, so wie jetzt hier, oder reden wir von Schwarz-Waldbrot, Dunkelbrot? Und das ist ein Unterschied, weil das eine ist ein Vollkornmehl, Vollkornbrot, und das ist ein Weizenmehl mit aktiv Kohlen gemischt.
Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Genau. Und jetzt sieht das relativ gut schon aus. Jetzt braucht es etwa noch 10 Minuten, dann können wir das dann anschneiden noch. Dann seht ihr das, wie das auch ist. Jetzt noch kurz zu den Zutaten. Wenn ihr jetzt das Mehlgemisch hier noch füllig habt, so, dann könnt ihr gut in ein Glas rein tun und das haltet relativ lang. Hier würde ich eher weniger, da würde ich halt wirklich so viel wieder brauchen, da mischen. Und nicht mehr. Die Zutaten von dem Ganzen kommen ihr, ich glaube, alles, außer das Mehl. Mehlheffi und so kommen ihr nicht beim Roger über, aber sonst kommen ihr relativ viel beim Roger über. Also Milch auch nicht und der Philadelphia und. Ja. Aber sicher die Gewürze, die ins Chili-Brot also reingehören. Eben Chili-Flocken, irgendwann ist wieder, das kommt. Das Chili-Öl in dieser Form wird es nicht mehr geben, aber es wird mit Olivenöl, so wie ich es verstanden habe, ist richtig. Sehr wahrscheinlich, ja. Mit Olivenöl, aber das geht auch, weil es relativ nicht so stark ist. Nachher ist da das Premium Indian Chili, das gibt es sicher, das weiß ich. Orange 9, das gibt es auch noch im Shop. Und Smoky Paprika. Das ist eigentlich eines meiner Lieblingsgewürze. Schmeckt wirklich, aber ich esse wirklich sehr gerne rauchig und darum ist es wirklich sehr ein gutes Gewürz. Genau. Es ist aber auch nicht zu penetrant, der Rauchgeschmack. Also da ist ein riesen Vorteil bei dem. Genau. Die kommen dann alle da in dem Online-Shop bei dir über, so wie ich es weiss. Gesundundgut.ch. Genau, und dort beziehe ich so. Von dem her. Und ich habe heute gerade den Ladi gekauft, zwischen nach Schweden rauf. Es ist so, wenn ich ab nach Schweden gebe, nehme ich das Zeug ab mit. Der Nachteil an dieser ganzen Geschichte ist, ich werde zu zwei Drittel, wie die eigentlich im Zoll kontrolliert, weil die immer so Säckli und Deutli und so dabei sind. Und das letzte Mal war es wirklich so, dass ich noch meinem Bruder ein Pack Sugus mitgebracht habe. Und die haben wieder kontrolliert und dann haben sie das Gefühl gehabt, dass in der Sukkus irgendwie Sprengstoff drin ist. Und dann haben sie mit dem Sprengstoffding abgedeutet und dann haben sie gesagt, das ist Sukkus. Sie waren relativ enttäuscht, weil das Ganze noch nur angegeben hat. Aber ich werde wirklich viel, viel kontrolliert. Also am Zoll habe ich wirklich sehr gute Freunde mittlerweile gefunden, weil wir schwätzen aber ein darüber, wie es ihnen geht und so. Bringe ich mittlerweile relativ viel Zeit. Und vor allem, wenn am Zoll zwei am Monitor hängen, und das ist ein guter Tipp, der wird einen ausgebildet und dann wird jeder zwei Koffer rausgenommen. Und das hat nichts mit euch zu tun, das ist einfach, weil er einem anderen zeigen will, wie es funktioniert. Und er macht so und schaut, dass keine zwei dort hocken. Sonst wartet er einfach. Und da könnt ihr wirklich den Flug verpassen. Aber das ist einfach nur so nebenbei, wenn ihr viel fliegt und so. Genau. Wie oft bist du in der Schweiz? Du hast es einmal beantwortet, aber die Dame ist schon nicht seit Anfang dabei. Ich bin auch zwei Wochen in der Schweiz. Genau. Und dann bin ich zwei Wochen in Schweden. Und jetzt bin ich aber diesen Monat in Schweden vom 13., weil ich Ende Juli nachher noch das Lager leite und darum konnte ich einen ganzen Monat können machen. Aber sonst bin ich aber zwei Wochen. Genau. Fliegen tue ich meistens von Genf weg, wenn es günstige Flüge hat, auch von Zürich weg. Genau. Und mein Arbeitsweg ist so zwischen 9 und 12 Stunden, je nachdem, wie es gerade ausgeht. Genau. Und ich versuche das wirklich, dass ich längere Stücke in Schweden bin, wegen dem ökologischen Gedanken und dem Ganzen. Und auch wegen den Leuten, weil ich mache immer ein ganzes Programm für 10 Wochen und dann könnt ihr das auch schauen und wissen, wenn es was gibt. Jetzt schaue ich schnell zum Chili-Brot hier unten. Das ist eigentlich auch schon fast gut. Jetzt habe ich hier keine Topflappe. Topflappe, warte mal schnell. Genau. Du kannst noch irgendetwas erzählen, nehme ich an. Ich gehe schnell. Ich erzähle mal etwas, genau. Nimmst du noch einen Schluck Wasser? Ich gehe mal schnell. Also, ich erzähle jetzt mal. Nein, eben. Schwarzbrot, das ich jetzt dann einpacke, das macht man dann morgen erst. Und das Mehl auch das Ganze. Wenn ihr eben keine Philadelphia habt oder so, könnt ihr auch Frischkäse nehmen in dem Sinn. Genau.
Und das sind die Bachhandschuhe, die ich mir Monsieur Roger geschenkt habe. Er hat sie noch nie gebraucht übrigens. Genau. Das ist so ein Kundengeschenk, das ich meinen Kunden gemacht habe. Und ich habe beim Roger viel gesehen, dass er da viel im Handel ist mit seinem Topflappen, der langsam durch ist. Das hat mein Geschulter auch gesehen. Und dann habe ich gefunden, das geht gar nicht, dass da irgendeiner die ganze Zeit am Backen ist, am Zeug machen und kochen und er hat nicht ein anständiges Ding. Und dann habe ich ihm so ein Bar geschenkt, in dem Sinn. Da habe ich selber hergestellt mit dem Logo drauf. Genau. Kann ich das nur zeigen, so ein bisschen. Voilà. Genau. Wo ich die bestellt habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass links und rechts sicher einer. Aber es ist eben nur für rechts. Darum ist diese Seite wäre eigentlich da, aber es gibt es eben nicht. Gemäß Hersteller, es gibt es sicher, aber dort, da diese Seite meistens ist, die was rausnimmt, spielt es bei denen nicht so eine Rolle, weil es hier auch wirklich gut hat. Und vor allem die Temperatur, die man hier erreicht. Genau. Und jetzt kann man das Ganze schon rausnehmen, mal schauen. Ich tue jetzt das hier einfach draufstellen. So eine Glaskeramik oder so hat das meistens relativ gut aus, sonst hat der Roger eine gute Versicherung oder ich. Du auf jeden Fall. Ich in dem Fall, ja. Du machst es ja. Ihr habt also gerne den Live-Beweis. Also, genau, den Live-Beweis. Falls die Versicherung einen Beweis braucht, den genau. Hätten wir. Und jetzt ist es so, die Frage euch, warum dass ich das jetzt einfach so in die Hände nehmen kann. Das hat einen sehr simplen Grund dabei. Wenn man Bäcker ist, hat man etwas mehr Horn unter den Fingern. Das kann nicht von anderen Sachen. Und zweitens, länge ich das Brot. Wenn ich es anlänge, dann tue ich es eigentlich immer so etwas auf den Spitzen anlänge. Und dort hat man meistens relativ Ding. Aber es ist wirklich, es ist warm. Also ja. da ist noch gibt es deine Bäckerei auch in der Schweiz und ist da fürs Brot nicht schlecht, wenn du den Backofen immer aufmachst. Und noch die dritte Frage, wie viele Angestellte arbeiten in dieser Bäckerei? Also nicht bei mir, sondern bei dir wahrscheinlich. Also, das mit dem Aufgehen vom, also schlecht werden wegen Brot und so, ist eine berechtigte Frage. Und zwar ist es so, dass in den ersten 10 Minuten, Viertelstunde ist eigentlich Kostenbildung und dann ist die abgeschlossen und dann ist es eigentlich kein Problem. Und wenn man das relativ schnell macht am Anfang, geht es eigentlich auch gut auf. Aber es ist nicht ist suboptimal sicher. Aber nach einer Viertelstunde ist die abgeschlossen. Also die erste Viertelstunde nicht aufmachen? Die erste Viertelstunde würde ich nicht aufmachen, auf jeden Fall nicht. Nein, das macht keinen Sinn und so. Vielleicht habe ich es jetzt mal gemacht, einfach zur Show. Aber in der Regel mache ich das nicht. In der Regel ist mein Backofen so gross, ist auf dieser Höhe, hat ein klares Fenster, wenn es putzt ist. Und es ist meistens putzt. Und dann kann man auch reinschauen. Ja gut, jetzt, kann ich an dem Bach kann ich das Fenster putzen, so lange wie da geht nicht mehr. Genau, und wenn man jetzt hier runterbückt, dann muss man wirklich älter sein. Und dann, ja. Ist für kleine Leute gedacht. Genau, also die von Nöchi Feuerstreich. Nein, ist jetzt, weil sagt, die zweite Frage gibt es Bäckerei, glaube ich, so in der Schweiz, habe ich gemeint. Genau. Nein, das gibt es nicht in der Schweiz, das ist wirklich ein exklusiver Moment in Schweden. Wir sind jetzt erst im zweiten Geschäftsjahr. Das wird es wahrscheinlich auch nie geben, in dem Sinn. Was es wird geben, das kann ich euch schon verraten. Das ist jetzt somit kein Geheimnis mehr. Wir werden am Montag so eine Crowdfunding-Aktion machen für unseren Kanal, wo wir Bäckerei und Zucker und so. Und in diesem Zusammenhang gibt es Belohnungen und dort gibt es so Backworkshops in der Schweiz. Das heisst, ihr könnt eine Belohnung aussuchen, also zahlt natürlich und ich komme dann nachher zu den Leuten hin und tue mit einem Backen, das ist das eine. Oder ich lade euch ein, also zwei lade ich ein nach Schweden, wo der Flug gezahlt wird, wo alles gezahlt wird. Backworkshop über Weihnachten und so. Das gibt es ja. Und das dritte nachher noch war mit den Angestellten, glaube ich. Ja, wie viel das heißt? Niemand, mehr. Es gibt nur mehr in dieser Bäckerei im Moment. Es ist so, dass die Angestellten erstens mal können die müssen nicht leisten, das ist das eine.
Und das andere ist ja so, dass die Angestellten in Schweden viel mehr Recht haben als in der Schweiz. Als Arbeitgeber zahle ich im Prinzip alle Abgaben. Da zahle ich jetzt zum Beispiel in der Schweizer Ding, zahle ich davon, Pensionskasse, die Sachen, die einfach in Schweden anfallen. Zahle die Versicherung, zahle wirklich alles. Und die Angestellte zahlt eigentlich nichts. Also da ist wirklich eine hohe Abdeckung. Und das muss sich zuerst schon rechnen, dass ich das kann zahlen in dem Sinn. Vom Stundenlohn, also wenn jemand bei Bäcker jetzt dort nicht ausgebildet ist, ist es zwischen 25 und 30 Franken, je nachdem. Und wenn du weg bist, dann wird nichts machen in dem Fall? Wenn ich weg bin, haben wir ein Alternativprogramm, das wird mir nicht so viel genützt. Wir haben einen Online-Shop, wo wir drei Sorten drauf haben. Da kann man am Montag bestellen bis am 5 Uhr und dann hat man es am Dienstag. Das macht dann nachher mein Bruder. Aber der ist bei mir nicht da, also ist mein Geschäftspartner, der macht das einfach. Das wird aber nicht so viel noch genützt von dem her. Das ist einfach so, man hat glaub's Herdöpfelbrot, Vedabrot und Zopf, glaub's. Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, bietet man einfach als so die einfachen Standardbrot, wo aber nichts mit diesen Brot jetzt wie Chili-Brot zu tun haben, das ist relativ aufwendig gewesen. Genau. Jetzt würde ich sagen, tun wir das noch anschneiden, das Brot, dass wir das mal sehen. Ich hoffe, das ist gut gekommen. Da rauchst du sicher irgendein Brettchen oder so. Die sind da. Und sonst kannst du auch auf der Platte. Ich tue jetzt hier mal auf die Brettchen nehmen. Also natürlich, optimal ist es ein Holzbrettchen, aber Plastik geht hier in dem Sinn. Jetzt ist es so, jetzt seht ihr hier, kommen wir hier ein bisschen näher, seht ihr relativ geringe Kosten. Das ist auch das, was gewollt ist. Dann seht ihr hier wirklich sehr weich in dem Sinn. Und das schmeckt auch gut. Mhm. Also es ist so. Ja. Und drumherum, was ihr jetzt seht. Orange, nein. Und was ihr hier jetzt seht, sind einfach die vom Öl, das runtergetropft ist, so die Ränder und so. Das könnte man noch etwas mehr vermeiden, wenn man noch etwas sorgfältiger pinseln würde. Genau. Ja, glaube ich, ist nicht so schlimm, oder? Also. Genau. Es ist jetzt nicht tragisch und so, aber es gibt wirklich Sensoriker in der Schweiz, die wirklich auf das schauen und gewisse Bäcker für es nicht mehr verkaufen. Weil es nicht dem Standard entspricht. Der Kogenstandard immer. Genau. Und ich tue das euch jetzt mal zeigen. Also das mit dem warmen Brot essen, das Bauchweh mir macht und so, das hat ein Stück weit seine Berechtigung, von der Verdauung her. Wenn ihr jetzt so ein Brot von der Sensorik überprüft, das wirklich als Bäckerniveau hat, dann wird immer zuerst das Gesamtausgesehen beurteilt, mit der Kosten, also oben. Sieht es gut aus, entspricht es dem, was es sein soll. Das zweite ist, es wird auseinandergeschnitten, porig, also porig ist das innen nachher, die Kruste ist das außen. Hat porig die Krümeligkeit, also ist sie genauso kompakt oder so, wie sie soll sein. Und bei der Kruste wird geschaut, ist sie nicht zu dick, wie ist sie vom Brechen her, der wird gelost. Also man kann da brechen und man lost, bricht sie richtig und so. Und nachher, am nächsten ist dann nachher mau, dann nimmt man zuerst kann man ein bisschen vom Innen nehmen. Dann tut man es wirklich hier noch vergehen. Und das sollte man eigentlich nicht reden, während wir reden. Reden während wir essen, aber wir machen es jetzt gleich. Und dann lässt man es einfach auf der Zunge vergehen. Und dann tut man, im besten Fall tut man die Augen zu und dann hat man ein bisschen mehr, kann man sich mehr auf das einlassen. Und im zweiten nimmt man nachher die Kruste und nimmt die so ins Mund. Und das ist eigentlich jetzt, beim Brennbrot ist es ein bisschen fast entscheidender, weil es hat zwar schon einen kleinen gewissen Pfiff drin, aber das, was das Brot wirklich entscheidend ausmacht, ist nicht die Kruste, weil da mit dem Mehl und mit dem Öl geschaffen ist worden. Mhm, genau. Also nein, ist ins schwarze Brot kommt keine Kohle, also nicht in dem Sinn, sondern Aktivkohle. Mhm. Da haben wir mal thematisiert vorhin. Mhm. Und ja, Herr Chefblogger, mit dem Mund tut man normalerweise probieren, wie die kleinen Kinder. Genau.
Und beim Aktivkohlen, dort wird meistens Kokosnussschale verbrannt. Das ist Kokosnussschale, die dort verbrannt wird in der Regel. Wenn es jetzt nicht etwas anderes ist in dem Sinn, aber Kokosnussschale werden gemacht. So ein Schneiden drin. Und jetzt, wenn das, aber das ist wirklich, in der Regel hat das keine 24 Stunden das Brot, sondern ist eigentlich alles aufgegessen. Ah. Keine 24 Stunden. Also wenn ich am Sonntag ein geiles Brot mache, dann ist das 0,5 Kilo immer am Sonntag gefressen. Ja, also es wird relativ schnell gegessen. Genau. Und das Volumen von diesem Teig hat sich wieder vergrößert. Also da seht ihr wirklich die schöne Porung und so. Genau. Ich hätte auch ein Essen mitnehmen. Ich habe nämlich jetzt zwei Teige, wo bringe ich dir einen Teig um? Hast du irgendeinen Kessel? Nein, ich habe auch kein großes Töpperwehr oder so irgendwie. Ja, sonst tun wir es. Also wenn du zum Beispiel Teige transportieren wollt, könnt ihr auch einen Plastiksack nehmen, einen Plastiksack rein, so einen durchsichtigen, ein bisschen Mehl drüber und so. Und wenn ihr den nachher in Kühler tut oder in Tiefkühler kommt, dann tut ihr auch Kühler Licht und nachher könnt ihr ihn einfach rausnehmen. Das ist so ein Trick, aber das ist wirklich nur ein Notfall. Genau, wie jetzt zum Beispiel jetzt. Genau. Also ich habe noch so, ich könnte noch ganz grosse Gefrierbüttel, 3 Liter Gefrierbüttel anbieten. Das ist gut, ja, so eine Weile kommen. Oder auch Vakuumierbüttel, so Ja. 30 cm breit, Das ist dass du genug super, ja. Platz hast. Das ist super, Also da wäre möglich. ja. Und lieber Adrian Meyer, wenn du wüsstest, was der Chefblogger alles kann, dann würdest du wahrscheinlich erblassen vor Neid. Ich glaube, das andere Meier kenne ich sogar. Jackie fragt noch, ob du in der Schweiz auch eine Wohnung kriegst. Ja. Nein, ich habe keine Wohnung, ich habe ein Haus. Siehst du, der reiche Beck, oder? Nein, ich möchte das schnell kurz erklären, dass die falschen Gerüchte auftauchen. Dass wir irgendwie von einer älteren Frau aushalten, die sehr viel Geld hat. Es ist so, wir wohnen im Mehrfamilienhaus, also in einem Generationenhaus, sage ich dem gerne. Oberinnen wohnt die Schwiegermutter und wir wohnen unterinnen. Und das ist das ehemalige Haus von der Freundin von mir, wo sie aufgewachsen ist. Und wir haben dort unten noch eigentlich so eine kleine Etage, das Ganze. Und darum wohnen wir im Haus dort. Das aber erst seit 2016. In Schweden lebe ich in einem Haus, dort zahle ich auch Miete. Und das Haus vermieten wir auch für Freunde und Familie, wenn sie mal da oben sind und so. Und wenn das Haus voll ist, dann lebe ich im Wohnmobil in dieser Zeit. Denn mein Bruder hat noch so ein Wohnmobil mit einem Bett drin und da habe ich sehr eine begrenzte Anzahl von Räumlichkeiten. Aber das ist ja nur zum Schlafen, denkt. Genau. Ja, sonst noch Fragen? Bis jetzt nicht. Bis Also jetzt. nur die Bäckerei muss rentieren. Die Bäcker. Das Haus in der Schweiz und all hin und her chatten und so nehme ich jetzt wahrscheinlich an, kommt sie deswegen drauf. Also, ich kann dir ehrlich sagen, und das ist auch kein Geheimnis, als wir die Bäckerei gestartet haben, habe ich meine Lebensversicherung gekündigt. Und ich habe dort um 32'000 Franken drauf gehabt und habe das ganze Erspart in die Bäckerei gesetzt. Flüge, Zug und Reisen, das zahle ich über das Private, also nicht über die Firma, das tue ich hier schaffe dafür. Und der Rest übernimmt schon die Firma, aber wir sind noch nicht auf einem, sagen wir mal, grünen Zweig, aber wir sind erst im zweiten Geschäftsjahr in dem Sinn. Und du setzt in der Regel, in den ersten 3 Jahren machst du in der Regel nicht einen grossen Umsatz oder fast nichts, also da steckst du mehr rein. Aber das war ja nicht mein Ziel gewesen. Mein Ziel war, etwas solides aufzubauen, langfristig. Und wir haben jetzt mittlerweile so, dass wir wirklich in der Hälfte des Jahres fast keine Mail mehr haben, weil wir wirklich so eine grosse Nachfrage hatten. Und das läuft gut, aber davon leben können wir nicht. Also wir können nicht mehr. Es ist ein gutes Standbein, das man aufbauen kann, aber es ist immer noch so ein bisschen, ja. Aber am Anfang steckt man wirklich viel, viel Geld rein und viel Zeit. Und wir haben jetzt fast 3 Jahre zur Aufbauarbeit geleistet und gemacht und da. Also ja, so ist das.
Genau. Also da ist jetzt übrigens das Brot, das wir da gemacht haben. Ja? Das ist da ganz das Chili-Brot. Das Chili-Brot hat es anlässlich, also ich habe es anlässlich vom Chili-Festival gemacht in der Gärtnerei. Ja. Und die Leute haben es wirklich aus der Hand gerissen. Wir haben noch so Chili-Sauce gemacht, Chili zum Probieren und wirklich so ein bisschen. Mein Bruder hat noch Chili angepflanzt und so. Genau. Und jetzt noch die Frage, wieso Schweden? Entschuldigung. das wird wirklich häufig gefragt. Schweden ist deshalb, weil mein Bruder in Schweden lebt. Der ist Landschaftsgärtner. Der ist vor jetzt mittlerweile fast 5 Jahren aufgezogen, weil hat hier in der Schweiz hat so ein bisschen jobmäßig einfach neue Orientierung gesucht. Da hat mein Kollege gesagt, komm doch mal nach Schweden. Und der hat Kamel gehabt. Und dann hat er dort als Gärtner angefangen. Und dann hat er immer so verzählt von Schweden und so. Und dann habe ich irgendwann gefunden, ja, komm, ich wollte das mal anschauen und möchte mal mit ihm zusammenarbeiten. Und dann hat sich das einfach entwickelt, dass man dort nachher Brot macht. Er tut seine Leidenschaft, früher Blumen setzen und Pflanzen machen. Und ich mache es einfach mit Brot. Wir sind so ein bisschen die zwei Verrückten von Mittelschweden, die einfach mal gestartet sind und ohne Plan und einfach alles noch aufbauen haben. Aber mit einem relativ grossen Fachwissen und viel Motivation, Geld auszugeben, weil wir wissen, dass sich das für uns auch eine gute Sache ist. Genau. Schweden kann ich jedem empfehlen. Es ist einfach so, wenn du als Schweizer kommst, musst du einfach das Tempo von einem Berner mal dran gewöhnen und das mal 10, also 10-mal weniger schnell als ein Berner. Und in Schweden geht es wirklich sehr viel langsamer und aber es hat viel gut so, also sie sind internettechnisch ist alles Glasfaser mittlerweile. Sogar im letzten Kuhdorf hat es irgendeine Glasfaser. Ja, da sind wir da in der Schweiz leider noch lange nicht so weit. Und vom Umweltschutz tun sie aber so ein bisschen, als wären sie die Geister, aber stellen Autos in den Wald rein. Oder die schwedische Entsorgungsart von Autos ist im Winter auf den See fahren und warten, bis der Frühling kommt. Okay. Das haben sie früher also viel gemacht, das wird mittlerweile nicht mehr gemacht. Und etwa vor 20 Jahren hat es einen aktiven Werbespot von der schwedischen Regierung. Und der ist so ein bisschen gelutet. Nehmt euren Küdersack, dort den zuschnüren und dort in die Ostsee schmeißen. Und das ist okay. Also sie haben aktiv geworben, dass man Küder ins Meer schmeißt. Das heisst, sie haben relativ schnell wieder aufgekommen. Aber sonst im Umweltschutz sind sie eigentlich schon ein bisschen Vorreiter, gewisse Sachen. Aber nicht alles. Nicht alles. Genau, dumm Schweden. Ja, tschüss, ich noch Fragen. Genau. Also dort Lady Mystery hat noch gefragt, kann ich auch probieren, habe nicht weit. Was heisst nicht weit? Bist du auch von Herisau oder? Oh, eine Frau. Was? Wir zahlen 5 Rappen für Plastiksäckli, meint Jackie. Ja, genau. Das ist auch so eine Sache, oder? Ich meine, die mit den Plastiksäckli, ja. Du sie doch lieber abschaffen, statt dass einfach. Also ich meine, die 5 Rappen für das Plastiksäckli tun niemandem weh. Also Das ist das Problem. wir haben jetzt zum Beispiel in Schweden, werden wir, wenn wir mal Bäckerei einen eigenen Standort haben, wo wir verkaufen, werden wir eine Brotrutsche machen. Und zwar die Idee ist, dass wir es von der Theke aus mit so einem, wie einer Rutschbahn haben und dann kann man das Brot so runter tun und unten ist so ein Stoffsack oder so, den man immer wieder verwendet. Das hat mal irgendwie im Deutschen hat das einer erfunden oder so. Und wir arbeiten auch mit hundertprozentigem Recyclingpapier im Moment. Und sonstige Sachen, also wir versuchen dort relativ viel schon zu machen. Und werden jetzt auch mit Silikonmatten arbeiten, weil wir relativ viel Papier brauchen. Es ist nicht das Optimalste, aber wir lassen doch fast 300-400 Papier jeden Tag raus und so. Genau. Fragt wieder neben, wie bist du auf den Namen gekommen? Aha. Also, Greenhouse Bakery, den Namen habe ich schon mal gesagt, der ist aus dem Also, Ursprung. der kommt da runter. Wer Wenn kommt da? 20 Minuten, wenn du bist ja da bei mir oben, dann komm runter. Machen Ja. wir. Da kannst du probieren. Da machen wir noch live. Da schaffst du noch. Ja, das schaffst du noch, Da ja. schaffst du noch. Also, selber packen, runterkommen. Genau.
Du weißt ja, wo ich wohne. Kommst du, glaube etwas gratis über, habe ich das Gefühl. Du musst, glaube nicht zahlen. Genau, also zurück zu deiner Frage wegen der, beziehungsweise zu deiner Antwort. Du kriegst dein Brot, du hast es schon selber. Ja, du musst bald Brot liefern bei mir, ich muss dir bald einen Online-Job tun. Genau, das wird nicht funktionieren. Aber nein, um die Frage zu beantworten, der Ursprung von der Bäckerei ist im Gewächshaus, im Greenhouse, also Gewächshaus in dem Sinn. Und da haben wir den Namen einfach übernommen. Weil das so ein bisschen dort Weihnachtsmarkt entstanden ist. Und ich bin dort aber irgendwie am 3 Uhr morgens im Gewächshaus gestanden. Und das Gewächshaus hat im Winter um die 5-6 Grad gehabt. Die Heizung ist zwar ein Stück weit darauf gelaufen, aber nicht viel. Und, aber es war eine gute Zeit und wir haben wirklich viel gemacht und so, genau. Jetzt muss ich schauen, dass sie noch heimkommen irgendwann. Ja. Wenn wir jetzt 8 sind, dann müsste ich glaube so um die 9 Uhr. Mhm, bei 9 Uhr wahrscheinlich kommen. Das ist doch gut. Genau. Also, wir bleiben jetzt noch live, weil da die Ente von irgendwo kommt, genau. Aber dann in dieser Zeit kann man noch ein bisschen. Was kann ich euch noch sagen? Das ist noch schwierig, aber ja, ich versuche es einfach mal. Improvisieren. Ankersrum habe ich ja schon vorgestellt. Das ist eine Maschine aus Schweden. Ist eine 80-jährige Firma. Hat 5 Jahre Garantie. Ist so eine Kennwood-Maschine für Reiche, sage ich da. Also sie kommt nicht, sie hat Angst. Nein, sicher muss sie nicht. Hat keine Angst. Sie hat gesagt, nein, ich habe nicht gesagt, ich komme. Es war Spass gewesen, aber ich hätte wirklich nicht weit. Nein, komm doch. Also ich bin noch bis 9 Uhr, glaube ich. 9 Uhr darf ich da. 9 Uhr, plus minus 9 Uhr bin ich da. Ja, also musst du richtig Basel zu. He? Basel zu, ja. Ja. Dann solltest du auf die 10 vor... 10 vor 9 Uhr. 10 vor 9 Uhr, also etwa am... Ja. Viertel also vor 9 Uhr zum Haus aus. Wir tun jetzt langsam so ein bisschen zusammen. Aber sie kommt ja nicht. Ja. Okay. Genau, also darf schon kommen, wenn wir nicht live sind. Ich bin bis zum 4. vor der 20. vor etwa da. Genau. Und sonst würde man das langsam beenden, oder was würde man machen? Weiß gar nicht. Ich glaube schon, ja. Mhm. Genau, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr natürlich jederzeit auf info@greenhousebakery.se. Wir tun auch auf Deutsch antworten. Das ist nicht nur Schwedisch oder Englisch. In der Regel geht es so um die 24 Stunden, dann haben wir eigentlich alles beantwortet und so. Genau.